Nicht bereit? Frag den Gunner. Okay, dann tue ich um 19.10 Uhr drücke ich auf nächstes Rennen. Sie war um 19.09 Uhr. Da wird sie noch eine Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde, genau. Dreiviertelminute. Gut, doch jetzt, sind alle bereit, haben wir doch gesagt. Ja, aber soll nochmal jeder seinen Kader angucken, nochmal überprüfen. Nochmal was ändern. Nochmal den Gunner noch reinholen. Jonas, ich würde dir empfehlen, Thomas noch kurzfristig abzumelden. Ja, warum das denn? Komm, wenn, wenn du den Thomas rausnimmst, den ich Gunner auch holen. Nee. Das ist nicht fair. Also Gunner kann auch in die Top 10 fahren. Also gestern hat Tim gesagt, ganz laut im Discord, der Einzige, der mir gefährlich werden kann, ist Jaron Thomas. Alle anderen sind... Naja, das habe ich nicht laut gesagt. Ich habe gesagt, das ist mein härterster Konkurrent. Das Problem ist halt, ich kann Levi... Also wenn Levi hinten rausfällt, schicke ich sogar zwei Leute mit nein. Warum? Dann ziehe ich den wieder an. Ja, weil du hast so viel mit meinem Buchmann getan. Bringt ja nicht meinen GC-Fahrer. Ich habe nicht einen GC-Fahrer dabei. Ja, egal. Nein. Dann fährst du mit irgendeinem Rotzfahrer auch in die Top 10. Natürlich mit Gunner zum Sprint fahren. Das kannst du machen. Ja, kann ich machen. Ich ziehe dir den Sprint an. Wenn so viele Sprinter dabei sind, wird er wieder blocken ohne Ende. Ja. Ja, machen wir wieder Gentleman Agreement, dass wir die GC-Fahrer nicht sprinten lassen, oder wie machen wir es? Und die fallen dann jetzt auch nicht mehr auf. Ja, gut, doch. Also, es gibt ja Teams, die haben gar keinen Sprinter dabei. Das ist alle heiß jetzt hier. Tour. Ach, das wird langweilig. Gut, Jules van Aert, Laporte. Habt ihr denn alle jetzt ein Gläschen Rotwein offen? Und ein bisschen Baguette? Lemon hier stehen, hey, was willst du denn? Ich hab viel Croissant. Also den einzigen, wo ich vor mir vielleicht sehe, ist halt vielleicht ein van Aert. Ich habe Jens Vogt zu mir eingeladen, das soll mir während dem Rennen seine Weisheit mitgeben. Den kann ich nach einer Woche kann ich dem nicht mehr zuhören. Ne? Man müsste sich mal vorstellen, jetzt wird man wirklich so im Hintergrund Jens Vogt reden hören. Immer wenn Wasser geholt wird. Also einmal, da hatte ich meine Hand zu lang am Wasser und dann musste ich nochmal nach hinten fahren und Neues bringen, weil es warm war. Radioactive hat einen vergessen. Oh nein. Nein! Ehrlich? Dann müssen wir nochmal neu starten. Also nochmal raus. Mann! Juhu. Simon Yates hatte plus 3. Rocco, bitte etwas mehr Konzentration. Und Gunner hat auch plus. Ich hatte gerade nur plus 10. Oh, Mann. Zum Glück schaue ich mir die Tagesform nie an vorher. Ich auch nicht. Aber wenn du sowieso richtige Tage schon. Gunner, Yates, alles plus. Oh, Rocco, du bist aber da, gell? Er hat nur Mikro aus. Ja, aber... Wer spielt mit zwei Bildschirmen? Alle, ja, wa? Ich. Drei sogar. Ich hab vier. Wie macht ihr das, dass ihr auf einen anderen Bildschirm klicken könnt und PCM nicht verkackt? Okay. So, jetzt nochmal, was war der Fehler? Du hattest einen Fahrer zu wenig ausgewählt. Du warst zu siebt. Ja. Ich bin meine Liste nämlich durchgegangen, hab extra geguckt, bevor... Vielleicht hast du nur 7 Leute auf der Liste drauf. Ja, dann würdest du doch aber in der Spalte rot anzeigen, oder? Das ist korrekt. Dann hast du wahrscheinlich irgendeinen Fahrer vergessen. So, nochmal zurück meiner Frage. Zwei Bildschirme. Einer ist PCM, der andere ist was anderes. In dem Moment nicht. Wenn es lädt, darfst du nicht raus, woanders hindrücken. Das PCM killt dein PC immer. Ja. Aber wenn man drin ist, kann man es, ja? Ja, natürlich. Aber dann geht es bei dem aus. Dann geht es bei dem aus. Geh mal auf die Einstellungen auf Grafikkarte und dann guck mal, ob bei Vollbild bei dir ein Haken gesetzt ist. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, wenn er draußen ist, also dann funktioniert es bei mir. Aber es ist trotzdem Vollbild bei mir, also... Ja, Vollbild ist auch, aber du kannst dann hin und her wechseln. Also Rocco, du hast 8 Leute drin. Ja. Jetzt auch schon im Menü oder nur im Spiel kann man hin und her wechseln? Warte mal, ich guck jetzt. Nein, ich nicht. Wenn ich auf mal ein bisschen was klicke, dann... Wechselt er raus. Der ist dabei. Warte mal. Warte, ich komm noch mal rein dann. Geh mal rein, das Twitch-Stream-Titel. Der Giro-Sieger geht auf Tourjagd. Sehr schön. Also ich halte es nicht für unrealistisch. Müssen wir mal Shitstorm. Pack. Oh. Jetzt geht's richtig ab gerade in der NFL. Wie sind sie wieder am Traden oder was?
Ja, Packers signed Josh Jacobs. Oh, er redet von echt. What? Ja, ja, nee. In der Realität. Free Agents ist Packers signed Jacobs, ja, geil, ist cool. Ist denn Cousins? Okay, Fehler behoben, sorry. Jaguars und ich Gabe Davis. Philipp, du musst noch rein, du fehlst noch. Ah, Pumi, jetzt geht's. Also ich muss das Spiel neu starten, jetzt kann ich wirklich auf beiden klicken. Ja, gut. Tony Pollard zu den Titans. Bei mir heißt es, dass du fehlst. Und bei mir steht ins Spiel. Du bist auch offline. Ich starte mal ein Spiel neu. Oh, okay. Oh, krass, die Packers haben Bakhtiari entlassen. Was muss ich machen? Auch oder Turnier verlassen? Alte 4. Das ist krass. Das gibt aber ordentlich Cap wieder. Bears holen sich die Andrew Swift. Jonathan Greenard geht zu den Vikings. Tony Pollard, Titans sind schon lustige Deals. Gut, da können wir morgen drüber sprechen. Auch. Ja. Das sind auch geile Deals dabei. Ich habe schon gesehen, wie ihr euch wieder zusammengesetzt habt, ihr zwei heute. Ja, das Problem ist halt, wenn mich da keiner mit der Hand nehmen würde, dann hätte ich wahrscheinlich nicht einen Trade oder irgendwas gemacht. Wäre zwar auch nicht schlimm, aber gut. Warum ist ja nicht jetzt schon 0-16 gehen. Ja, jetzt geht's auch. Sehr gut. Also alle nochmal Fahrer kontrollieren, 45 Sekunden habt ihr noch. Die Chiefs brauchen auch keine Trade, ja, dann ein Mörder-Team. Naja, da fehlt aber einiges. Das würde ich jetzt so nicht behaupten. Ich auch nicht. Also ich bräuchte mal einen guten Quarterback, da fängt schon an, ne? Weil der wirft immer Interceptions. Ich biete Derek Carr. Na, plus dein First Round Pick, dann können wir nochmal drüber jetzt reden. Jetzt ist Tour. Jetzt ist Tour, Leute. Madden of Moin. Carr ist doch die Überleitung zu Simon Carr. Wir wollen ja die anderen nicht langweilen. Schlimm. Ducky, schlimm. Simon Carr. Der fährt sogar mit, Mensch. Ja, der gewinnt, glaube ich. Ich glaube, du hast zu viel Biathlon am Wochenende geguckt, zu unchristlichen Zeiten. Das war aber auch interessant. Ja, tatsächlich. Nach zum Null da. Ja. Das war wichtig zu gucken. So. Jetzt kommt auch wieder spät, oder? Jetzt kommt hier irgendeine Tour hin. Aber nicht ganz so spät, glaube ich. Dann wieder die Minus 5. So, Zeitfahren in echt. Hat es ja geregnet, hat Lampard gewonnen. Das, ja, genau. Ja. Wer hat sich da nochmal hingelegt? Bissecker, unter anderem. Ja. Zweimal. Oh ja. Ja. War auch irgendein Tupperwurf, hat er sich da noch hingelegt. Weiß ich nicht mehr. Das hat sehr kurvig gewesen. Ja, doch, Bissinger, das war schon richtig. Der hatte sich ein ganzes Jahr drauf vorbereitet und dann. Ja. So, wer ist denn so von den Favoriten dabei? Es wurde in der Tour-Doku durchleuchtet. Ja, ja, genau. Sehr gut. Ja, natürlich. German Thomas ist nicht mal Kapitän. Bella Cruz ist schon unterwegs. Geil. Boah, der erste Siegfahrer. Oh ja. Jetzt kommt Georg Zimmermann. Ich glaube, Otto erwartet, dass Georg Zimmermann auf jeden Fall was holt. Und das Geld muss er direkt. Ei. Top 3 holt er. Philipsen ist also dabei von Art. Hm. Krass und Bernal. Krass. Das ist krass. Krass ist auch dabei. Ich finde das aber auch krass, dass er dabei ist. Anna bleibt sofort stehen, der hat gar keinen Bock. Er hat sich halt Zeit. Genauso wie Ui de Brux bleibt halt auch direkt stehen. Glaube ich zumindest. Ja, ich habe da auch so einige. So ein Bilbao wird sofort stehen bleiben. Dem gebe ich heute 7 Minuten, damit er auf die Bergwertung gehen kann. Der Zanner fährt auch rückwärts, hey. Ach, sind doch richtig hübsche Trikots. Dass ihr das alles sehen könnt. Sehen wild aus auf jeden Fall. Ja, sieht so ein bisschen danach aus, als ob ich kein Geld mehr gehabt hätte, um die rote Farbe zu folgen. Ja, ja. Ja. Ja, was fährst du denn mit deinem Zander so für langsam? Ich fahr 30. Nur, am Anfang habe ich über 10 gemacht, aber das ist unnötig. Ich kann es auf 30 machen. Okay, nee, ich frage nur, weil war mein Sprint halt sowieso minus 2, also, aber dann kann ich den ruhig fahren lassen. Oh, Zanna hat schon 5 Minuten Rückstand an der ersten Zwischenzeit. Das ist stark. Das ist eine Frechheit. Warum? Blockiert hier die Straße.
Das ist respektlos gegenüber der Tour de France. Hier nicht seine beste Leistung abzurufen. Er ist ja ein Italiener, weißt du, mit Giro würde er das nicht machen. Ja. Ah, Giro, da ist der Simon einfach besser. der Jaron Thomas ist auch schon unterwegs. Oh ja, das ist noch früh. Zanat, dein Moment, jetzt warte ich auf Thomas und dann blockierst du den Weg. Fährst einen Ellenbogen aus. Oh geil, Archie Ryan ist auch dabei. Haust ihn einfach in die Bande rein. Stell dir mal vor, sowas wird mal in der Realität passieren. Ich würde das geil finden. Ja, Uwe Brooks wartet schon auf Thomas. Thomas, pass auf. Der ist aber nicht mal Erster. Den fahre ich um. Ey, das ist schlecht, dass der so früh startet. Ich hab's nicht einmal geübt. Bin hier gerade schwer. Also ich könnte ja einen Wert sagen, ne? Für gewisse Kohle kann ich. Der Wert ist jetzt nicht. Ich glaube. Ich hab den Wert schon, glaub mal. Jonas kriegt den Wert raus, so kompliziert 37. Und wenn Sander 30 wird, musst du mit Jaron Thomas 37 wollen. Thomas wird die Etappe aber nicht gewinnen, das ist schon mal gut. So, dann hole ich mir doch mit Hirschi jetzt mal die Bestzeit. Habe ich mir überlegt. Ich habe es, glaube ich, perfekt gemanagt mit Thomas. Mehr ging nicht. Ich bin Erster mit Thomas. Tagesform ist schon an, oder? Oh. Ja. Na, ich habe bis jetzt auch noch nichts Grünes gesehen mit Tagesformen hier. Bei mir steht es auf minus 1. Okay, dann passt es. Ja. Nur minus 2 und minus 3 bis jetzt zu sehen. Das habe ich ja extra alles voreingestellt. Thomas, neue Bestzeit. Also übel da. Deswegen hast du dein Workbook auch schon vorbereitet. Hast du bei jedem eigentlich ein Minus 3? Wir müssen mal einen Host wechseln da. Alles prädefiniert, oder? In der Datenbank. Ja, ja. Oder er hat halt wieder Spielerbro. Zufälligerweise. Um die Datenbank kümmert sich Levi, ne? Der trägt nur bei Tau minus 3 ein mit Absicht. Genau. Mittlerweile kommt man dazu. Oh, Kemner, Alter, what the fuck? What? Alter! What? Kemner ist übel. Hat den Kemner geraucht? Plus 3. Alter. Der ist so stark. Na gut, wieder minus 1, unglaublich. Ganna wird schon wieder minus 12 haben gleich, sie ist kommen. So, Laporte jetzt der erste echte Fahrer startet. Der erste Siegkandidat, ne? Ja, für die Tour. Ja. Den plane ich tatsächlich auf die Schule. Ach, Tim hat ja auch den Bar dabei. Auch cool. Ja, der muss man mal seinem Traum verwirklichen. Also ich hab heute aus irgendwelchen Quellen gehört, dass du denkst, dass Wout van Aert in die Top 5 fahren kann. Das musst du mir aber erklären, Tim. Ich soll das gesagt haben. Heute. Ja. Nee, also du hättest das mal angepeilt. Ja, ja. Das ist möglich. Bei dem Profil. Wenn du es richtig steuerst, ist möglich. Ich habe das, glaube ich, gemacht, das sogar auf meinem Kanal, die Wout van Aert Challenge. Ich habe versucht, die Tour de France mit ihm zu gewinnen. Ich bin am Ende Zweiter, glaube ich, geworden, hinter Pogacar. Ja. Guck mal, alles drin. Alles drin, außer Win. Gegen die KI halt. Das habe ich auf meinem Kanal gemacht, genau, erinnere ich mich. Das war die 22er Tour. Das hat sich angeboten bei dem Profil. Ja, klar. Ach du Scheiße, ich bin aber gar nicht. Gibt es hier eigentlich auch positive Tagesform? Ich schreibe mal für einen Freund. Nee, gibt's nicht. Gerade Väter kein Plus hatte. Ich hatte bis jetzt einen einzigen Fahrer mit Plus. Das war der unnötigste von allen. Aber man kann auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen gucken, wer auf Bergtrikot geht. Mein Tyson Gerben. Sala, hey. Ach, diese nicht noch. Schade. Ja, der Port trotzdem okay. Die wievielten Ersten gehen in die Teamwertung ein? Immer die besten 3. Okay. Stimmt, dann lasse ich Pataneo durchfahren. Da kann man doch nicht alle 18 nach hinten fallen lassen. Ja. Caleb Ewan macht heute natürlich einen ganz ruhigen. Ich dachte, der fährt auf Beste. Ach, der auch? Ja, das ist mal eine minus 2, der Idiot. Der ist doch schlecht. Noch 15 Fahrer, dann geht der portugiesische Zeitfahrmeister auf die Strecke. Also Gamer Grinder ist schon top in Befassung hier. Also Yates, Bilbao, Buchmann. Fuck.
Juan. Ja, Ziel ist ganz klar 2 Leute aus Podest. Sehe ich jetzt wenig Konkurrenz. Ja, ich auch nicht. Hochmut kommt vor dem Fall. Naja, also alles andere wäre wahrscheinlich Entlassung, Fliegen. Jetzt mal realistisch, wer soll besser sein als Yates aktuell? Wenn wir alle Almeida, Thomas, Carapaz, Hindley vielleicht. Und er muss, und er soll beide reinbekommen in die Top 3, gell? Also 2. Das ist schon. Das aber hat Basti da irgendjemand? Nee. Jorgensen? Nee, der wird Top 10 vielleicht anpeilen. So, Almeida, Gas geben. Ist gut geschlafen. Ja, Hake eventuell. So, Yates hat schon mal gar nicht geschlafen. Ja, ich stelle bei jedem sehr. Also ich finde, es ist wieder mal, dass die Tour nicht so stark besetzt ist. Der Giro-Sieger ist aber echt nicht gut besetzt. Oh, Arendsmann stark. Das ist kein Pogacar, kein Rodriguez, kein Vingegaard. Ja, Pogacar ist ja nicht dabei, weil er selber damit fahren will für die Welt, oder? Ah ja, aber trotzdem wäre ich dabei. Philipsen jetzt eine plus 3, das muss doch nicht sein. Wer ist denn der stärkste Bergwert? Das ist hier wahrscheinlich, ist das schon Thomas? Könnte Thomas sein, ja. Oder ja, jetzt mit 80. Almeida hat auch 80. Almeida auch 80. Ja, sehr ausgeglichen da vorne an der Spitze auf jeden Fall. Ah. Was den Bergwert angeht. 80, 80, 78. 80, 90, 78. Oh, krass, 81. Aber der hat dafür nicht so viel Hügel. Ah, das könnte eine spannende Tour werden. Weiß ich, wie Ralf Sponer einschätzen soll. Ja, das stärkste Team dabei, finde ich. Was ist denn da noch? Mein Vater ist gerade stehen geblieben. Mann, schöne Almeida. Zeit. Alter, Almeida, was ist los? Plus 3, ja. Was ist denn da passiert? Multiplayer. Ja, klar. Oh, ich bin auch stark. Was war denn bei Almeida Tagesform? Plus 3. Es ist so gut. Es kann nicht sein. Das ist wirklich. Ist doch gescriptet, oder? Nicht, dass es mich jucken würde hier, aber. Jawohl, ja, wow. Rautfall Adel ist rübergegangen. Ja, jetzt mit der minus 3, nur 4. Aber schon mal. Auf viele GC-Fahrer schon mal Zeit. Ja, guck mal, gewonnen. Die Kohlski jetzt. Zweiter Klassensieg der Saison. Hat eine minus 1. Geil, Suomi holt direkt den ersten Toursieg. Was der erste Etappe ist, das geil. Ich muss an Export denken. Genau, denk an Export. Mit einer minus 3 kann ich leben. Mit der Zeit. Aber Tim, zeitgleich im Team. So, Export funktioniert zum Glück. Ja, ist ja süß, es gibt einen Bergpunkt, bitte übertreib's nicht deswegen. Oh. Da kennst du unsere Leute auch schlecht. Am Ende sogar eine Windkante. Boah, die Windkante, die wird's. Was haben wir denn hier für Sprintpunkte? Also 250. Weg. Levin, du wirst jetzt aber nicht sofort in die Ausreißergruppe gehen, oder? Ja, natürlich. Du hältst ein bisschen zurück. Ah, der kann ja nur mit 2 Leuten eigentlich, das ist schon mal wichtig. 2 davon angreifen. Mhm. Ja, Flachetappe 2. Und alles andere so viel, wie du willst. Beim grünen Symbol immer nur 2 in die Flucht. Also Berg, da habe ich da auch 4 auf einmal. Da hast du auch 6 auf einmal. Da sehe ich mich auf der Etappe mit 8 Leuten. Sag doch alle 8 in die Top 8. Ja, heute haben wir keine negative Tagesform. Weiß ich doch gerne mal gehört. Ich hab dir auf der Etappe durch die gute Form eingestellt. Ja, ich hatte jetzt gerade eine minus 3. War echt beschissen. So, geh mal weiter. Sag was an. 196,4. Ich muss am Anfang zu viele achten, ne? Ich kann das nicht mehr machen.
Olaf Koll will heute schon mal nicht mitsprinten. Warum eigentlich nicht? 89 Position halten. Ja. Verrückt. Er macht den Almeida. Ja. Aber die 18 Kilometer Windzone, ne? Ist die Brücke. Ja, aber man hat mal eine Frage bei Wind kann, ne? Muss man dann, kann man da wenigstens Zug fahren? Ich weiß sowieso im letzten Teil, beziehungsweise wird da eh ja jeder probieren, nach vorne zu kommen. Also. Aber da sind es halt noch keine 20 Kilometer, ne? Ja, aber es wird ja eh jeder nach vorne fahren wollen. Okay. Dann bauen wir dann mal. Es ist ja auch nur knapp über 20. Also es ist nicht so viel mehr. Das Team sieht auch ein bisschen aus wie die kanadische Nationalmannschaft. Jetzt aber, ich hab schon die ganze Zeit gesucht. Ich glaube, wir erleben halt direkt den ersten Fluchgruppensieg. Ja, von mir aus. Der müsste sich verantwortlich fühlen, ne? Ja. Ich habe keine Ambition. Ich würde den 20 Minuten geben. Oh, ist denn jemand drin im Bergwert? Ja, nur Hirschi, ne? Kann man so mal bauen. Hirschi. Ja, ich sehe keinen Berg auf der Etappe. Nein, es geht ja um die Gesamtwertung eventuell und wer auch mal vorne bleiben will. Wenn Hirsch jetzt hier ein paar Minuten bekommt, kann er Top 10 schaffen. Ah, jetzt mal nicht mal fein, ne? Ich glaube nicht, dass er dafür überhaupt irgendwas opfern will, wenn er Philipsen dabei hat. Ja, die Frage ist, wer hinten fahren will. Also Suomi natürlich für Van Aert theoretisch, der hat vorne Nylands ja, aber dabei. Ich sag jetzt mal so, Philipp hat vorne Hirschi dabei und soll gegen einen Sprinter mit 74 da damit bestehen, während er hinten mit Philipsen den Sprint dominieren ja, das könnte. Ist klar. Petersen ist auch dabei. Ja, aber Steven hat vorne halt zwei gute Leute mitgenommen, die halt auch im Sprint gewinnen können. Ja, richtig. Fragen oder aber eine interessante Konstellation, weil Hirsch definitiv am meisten das gelbe Trikot tragen könnte in den nächsten Etappen. Das stimmt, der kennt das wirklich. Frage, wie viel Rückstand der hat. 45 Sekunden waren das doch, oder? Und damit ist er vorne mit Abstand der Beste. Ich finde das eine spannende Konstellation. Ja, aber ich auch. Und er muss nicht unbedingt hinfahren. Ich kann auch die Tour de France gewinnen. Habe ich kein Problem mit. Na, gewinnen wird er nur, wenn er jetzt den Mut ausfahren. Weiß nicht. Selbst dann wird er nicht gewinnen. Sind ja schon mal 5. Ich muss nicht sagen, neuer PC, neue Grafikkarte, das ist ja alles neues Spiel hier, ey. Die endlich mal See und Pflanzen und Autos, ist ja alles. Kirk Cousins zu den Falcons. Sicher? Ja, 4 Jahre. Krass. Was ist sicher? Kirk Cousins zu den Falcons. Ach so. Echt? Ja, aber hat Simon gerade vorgelesen. Cool. Das ist ein geiler Trade. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ist ja kein Trade, aber nur ein Signing. Hätte ich nicht gedacht, der unterschreibt dabei in Minnesota.
Ich glaube, der kriegt bei den Falcons, aber kriegt er nochmal fast 60 Millionen oder so für 2 Jahre. Ja, ja, das ist natürlich krass. Aua, wer hat sich hier wehgetan? Dann tritt doch nicht nochmal raus. Baby, du kloppt doch gar nicht an eine Frau. Nummer drauf schreiben. Sag mal. So, wirklich. Immer wieder drauf. Ach, die Etappe ist ein bisschen... Glaub mir, wir haben heute genug Action. Oh, es ist doch keine Schwere dabei. Frag mal Pogacar, ob heute wirklich keine schwere Etappe dabei ist. Der ist ja nicht dabei. Der ist ja auch nicht dabei. Wieso fährt eigentlich die ganze Zeit Basti denn für Caviria? Jo, Caviria ist da, glaube ich, dabei. Ja, der ist dabei, aber ich würde jetzt nicht fahren. Also, doch, ja, aber so, wenn ich die durchlasse, die Neumann, habe ich ja gar keine Chance. Ich glaube, also, ich ah, ja. Aber hinten Ederson, Philipsen, Boy. Ja, die beiden werden nämlich Da weiß man, dass die nie was arbeiten. Kommt doch aufs Geblocke an. Ist ja bekannt. Der Sprinter zählt doch hinterher gar nicht mehr. Wenn du geblockt bist, bist du geblockt. Ja, gut. Aber kann also, auch 78 also theoretisch kannst du mittlerweile mit einer 70er gewinnen. Ne? Musst nur vorne dabei sein. Ja, das ist vielleicht jetzt nicht. Also Wout van Aert ist schlagbar. Wout van Aert ist jetzt auch, hat jetzt auch seine Hauptstärke, aber nicht im Bandsprint. Also. Wenn du sprintest für einen Punkt, ja. Es geht darum, wer das Trikot jetzt eine ganze Weile trägt. Eine Weile. Es gibt nicht mehr viele Bergwertungen in den nächsten Tagen. Zieh! Wer war Erster? Strong. Oh Gott, war das Strong von ihm. Oh. Der Starke. Boah, so stark von ihm, so stark! Und wo war die langsam komische... Jetzt. Weil eigentlich war ich vorne, dachte ich, Albanese. War die danach anscheinend erst? Nee, das sieht immer anders. Bei mir sieht es ja auch anders aus als bei dir und so weiter. Das ist teilweise ein paar Meter immer nicht sichtbar. Aber wichtig ist letztendlich, was, oder was? Wichtig ist, wie es beim Host ist. Nee, das ist einfach nicht immer gleich. Also es sieht aber nicht bei jedem gleich aus, genau. Wer vorne ist. Ich habe ja auch mal ein Video gezeigt, wo ich eindeutig optisch vorne war und am Ende bin ich Zweiter gewesen. Das ist zählt, wie es beim Host ist halt. Wonach soll man denn fahren? Ist ja auch schwierig. Naja, schon auf die Linie, die du siehst, aber es ist halt, es zeigt sich bei dir halt vielleicht anders der Gegner, als der Gegner synchronisiert nicht immer 100%. Genau. Das ist ein Punkt. Aber es macht, hat keine Auswirkung jetzt, auf welchen Punkt du sprintest. Weil du fährst einfach nur deinen Sprint auf deine Linie, unabhängig vom Gegner. Dämlich. Ja, Levi, die Server sind halt so. Also. Also bei mir hat sie Strong gewonnen. Ja, ja, hat er auch. Aber gerade habe ich auch Albanese mit Abstand vorne gesehen. Oder Mozzato, ich weiß nicht, wie das war. Nee, ja, Albanese war das. Ja. Den habe ich jetzt gerade aufgegeben, wenn wieder nichts. War irgendwie bei Radlingen vorne, aber war anscheinend falsch. Ja. Ja, ist doch scheiße, aber ich glaube, so oft passiert das nicht. Also ich bin dadurch eigentlich noch nie in den Nachteil geraten. Jonas, wie läuft der Umzug? Boah. Also, ich sag's mal so, nervig. Ich hatte ja so 2 Tage hintereinander und ich hab's ja auch nur alleine gepackt und mit einem Kollegen zur neuen Wohnung gebracht. Und das ist schon viel. Vor allem jetzt den ganzen Kram auszuräumen. Und vor allem, weil viel Scheiße dabei ist. Kann ich mir vorstellen, ja. Man ist halt, will ich mich auch von entfernen von diesem, man denkt, man braucht alles. So nervig. Habt ihr schon Bock auf die Madden-Liga? Ja. Auf jeden Fall. Stark. Müssen, ne? Ja, sehr gut. War auch schon alle ziemlich aktiv. Hab ich gesehen.
Na, ich frage mich, wie viel Controller das kosten wird. Ja, bei mir sind das ganz schön viele. Zwei bin ich schon mal los innerhalb von einer Woche. Gerade diese Regel mit dem Fairplay und nicht zu viele Punkte machen, das ist in jeder Madden-Liga so, weil Madden einfach toxisch ist. Viele regen sich halt, du kannst dich in so vielen Situationen drüber aufregen, was da passiert. Ich habe halt so einen inkompetenten Quarterback, das hat der Punkt. Ja, aber das bist halt du. Du bist halt. Nein. Hallo, also, erster Quarterback. Nein, aber. Und selbst den Quarterback, den er hat, ist der Beste, den es gibt. Also. Der ist echt kacke. Das ist genau wie er labert, Garner wird bei der Autobahnbrücke da abgehängt. Ja, ist möglich, ne? Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass das nicht möglich wäre. Wir haben wieder beim Thema Labertaschentrickung. Ja. Ich finde eigentlich traurig, dass ich keinen Tipp drücke. Dafür solltest du aber keine Punkte geben. Nee, es gibt Minuspunkte. Okay. Ach, ich habe bald so viele, da könnt ihr mir ruhig ein paar Tausend abziehen. Muss ich sagen. Nach deinem Doppelpodium bei der Tour. Ja. Aber von mir aus gebe ich dann die Hälfte meiner Punkte ab. Hm. Ich werde dich bei Madden richtig sauer machen, glaube ich. Ich sag mal so, also, wenn man halt verliert, verliert man, ne? Ja. Aber man, so viele Sachen regen da so. Oh nein, mein Uran ist gestürzt. Es kracht. Fährt leider weiter, scheiße. Hätte ich Renntage mit dem wieder sparen können. Uran, du bist so inkompetent. Das Ding ist, ich glaube, das wird heute doch ein bisschen lange dauern, oder? Weil es 8 Etappen sind. Habt ihr es vergessen? Nee, das geht halt ruckzuck. Okay. Die nächste Etappe ist auch noch relativ kurz. Also das. Kurz? Also. Ja. Wir hatten Zeit fahren, das wird halt. Mich würde es sehr überraschen, wenn wir nach 22.45 Uhr noch spielen würden. Okay. Na gut. Degenkolb ist also da vorne in der Gruppe. Jetzt erst gesehen. Aber Degenkolb ist auch nicht mehr der mal war, oder? Ja, aber der hat doch in Real Life auch ein paar Tour de France Etappen gewonnen, oder? Ja, aber zu anderen Zeiten, da hatte der im Spiel auch 79, 80. Da waren wir noch Kinder, ja. Und warum macht jetzt Godu Tempo? Degenkolb war mal so stark im Radsportmanager. Aber in der Realität mal gut. Ja, eben. Hat mal ein super Jahr gehabt, ne, mit Paris und Mailand, glaube ich, ne, war das. Zwei Monumente gewonnen. Der ist auch mal in Grün gefahren bei der Tour. Ja. Und jetzt lasst ihn da oben vorne dann nur arbeiten. So weit ist es gekommen. Florian Nass freut sich trotzdem. Das sehen wir links am Rand, wie John Degenkolb Romain Bardet aus dem Wind hält. Macht er das nicht toll? So hört sich das dann an. Nein, der würde jetzt erzählen, ob John Degenkolb ins Gelbe fahren kann. Ob er mal die Freiheiten für einen Etappensieg bekommt, sowas. Ja. Ich weiß noch, als Marius Meierhofer beim Giro, oder? Wo der doch ein paar ganz gute Ergebnisse hatte. Mein ja. Gott. Da wurde es auch für Eurosport im Velo-Club so hoch gehypt. Der ist auch gar nicht so schlecht geworden. Ja, doch dieses Jahr schon ein paar ganz gute Ergebnisse gehabt. Ja, war auch jetzt bei Dings echt gut. Ja, der ist halt da noch was leckerer Sprinter. Ich glaube Jonas. Wechselst du seinen Teller noch aus? Ja, wer spült? Irgendeiner spült ja doch oder sowas. Ihr habt Nerven, während der Tour de France eure Küchenarbeiten zu erledigen. Ja, ja. Ich bin auch hier am Stricken. Ich bin gerade dabei, eine Mütze zu stricken. Ich habe jetzt wieder 4 Stunden lang hohen Puls. Aber ich mache mir eine Toursiegermütze, weißt du? Ich bin am Stricken, weißt du? Ich muss mir eine Siegermütze stricken. Hast du deine Autogrammkarten erstellt? Ja, natürlich. Die Siegerautogrammkarte. Ich schicke Gamergrinder und so alle zu. Und leg noch ein Begabel oder so. Die von jetzt kommen auch bald auf den Markt. Vom Giro.
Wir sind dann nochmal beim Verlag am Besprechen. Wie viele Punkte gibt es in dem Sprint? Kann da mal einer nachgucken? 20. Nein, aber wie viele Leute bekommen Punkte? Oder was? Lohnt es sich im Hauptfeld noch zu sprinten? Nein. Ja, da Gunner wollte ein paar Punkte haben. Ist Gunner vorhin überhaupt mitgefahren? Ja, natürlich. Der erste 15 Bürger kam im Punkt. Das ist lohnt sich noch. Platz 15 oder 6 Punkte. Okay. Ja. Jetzt weiß ich, warum es Levin auch den Kevin dich nach vorne holt. Alter, mein Puls, ey, ich überlebe den Abend nicht, wenn das so weitergeht. Das ist jetzt unfassbar, was ich für einen Puls habe bei diesem Spiel. Ist doch nicht normal. Naja. Ich bin ganz entspannt. Du kannst doch ganz entspannt spielen. Ja, ich habe aber ich merke richtig, was ich für einen hohen Herzschlag habe. Das ist völlig gestört. Bei jeder Wertung. Bei jeder Wertung, Alter. Ich fieber hier mit, das ist nicht normal, Alter. Ja, aber du setzt ja auch immer auf alle Wertungen. Ja, du setzt deinem Körper ja auch keine Pause. Ja, eben, das ist schlimm. Vielleicht war der Burger aus Korea doch nicht so gut. Ja. Boah, das wäre gleich ein Geblocke. Die Straße ist ja auch nicht so breit. Wir haben noch 68 Kilometer, gell? Ich würde es nur sagen. Aber ganz die Brücke und so, da haben wir sehr, sehr breite Straßen. Ja. Sollte kein Problem sein. Die Frage ist halt, wie stark ist der Wind? Bei irgendjemandem hört man immer Hintergrundgeräusche. Kannst du jetzt weg? Ja. Ah, okay. Entschuldigung. Kein Problem. So, die Gruppe wurde aber sehr gut kontrolliert, muss man sagen. Die kommt nicht durch. Ja, wir haben hier schon über Top 10 hier gesprochen, ne? Und jetzt schon wieder werden sie eingeholt. Mhm. So schnell aber geht's wieder. Hat immer noch über 2 Minuten, also. Das Problem wird halt wahrscheinlich da hinten, wenn es so richtig windet, da wird die Gruppe wahrscheinlich richtig eingehen. Ja, sie kommen, dann windet und dann wird es nachher wieder 10 km/h nur sein. Das ist halt auch das Problem. Muss ja nicht sein, dass da jetzt so viel Wind sein wird. Wäre aber extrem langweilig, wenn da gleich nur so 10 km/h wäre.
Ja, kann halt auch richtig abgehen. Also das könnte sehr interessant werden. Ja, wäre geil, wenn da schon so der eine oder andere GC-Fahrer rausfliegt. Hat das jemand geklippt? Können wir nächste Woche ihm vorwerten oder in 10 Minuten, weiß ich noch nicht. An der Controller fliegt. Ah, Levi, oh Levi. Ganz froh sind, dass ich dich so doll mag. So, jetzt können die anderen in die Führungsarbeit auch mal mit einsteigen. Oh, Junge, das ist vorhin 30 Kilometer vorne gefahren. Vorne oder was? Hm. Achso, ganz vorne. Das Auto macht doch die ganze Zeit gut. Oh, jetzt sind es plötzlich drei Heikenminuten. Die anderen brauchen wir auch. Die haben jetzt genug geschont. Ja. 3,5 Minuten, jetzt ist wieder was drin, Alter. Ja. So, holen wir nochmal Wasser, ja, dann fahren wir die Lücke zu, ne? So, Albanese muss raus, der ist fertig. Der hat die 3 Minuten raus, wir fahren wieder. Ja, die anderen werden jetzt mit unterstützt. Wir beziehen dann kommt. Ihr macht das schon. Ich bin jetzt mal gebannt, ja. Hängt dann natürlich auch davon ab, ob Suomi sein gelbes Trikot noch einen Tag haben will. Ne? Vor allem kann er es mit Wout van Aert, wenn er es geschickt anstellt, sogar jetzt noch wirklich eine ganze Weile tragen. Ja. Ich würde heute gerne in Gelb übernachten. Und wem hast du das Trikot eigentlich bekommen, Levin? Ja, habe ich halt bestellt. Also wenn er das anzieht, dann fühlt er sich viel besser. Dann könnte er sogar mit Tao aus GC fahren. Ja, ja. Podium. Das muss ich mal anziehen, wenn wir dann mit Tao spielen, dann läuft es plötzlich. Oh, das weiß ich aber jetzt nicht. So, was machen wir denn hier jetzt? Also Hirschi könnte mitarbeiten. 3 Minuten noch, also... Ich habe heute noch auf YouTube einen mit Tao auf Platz 3 fahren sehen. Wer war das? W? Nee, tatsächlich nicht. Irgendein Franzose. Ey, das wird eng, ich sag's euch. Ich muss hinten schon mal mitfahren, sonst wird das nichts mehr. Uiuiui, das wird eng. Jetzt geht der Wind gleich los. 16 km/h ist es jetzt, aber das wird noch stärker. Wir sind noch nicht mal drin in der Phase. In der Windgefahr. Oh, jetzt steigt schon 30. Uiuiui. So, jetzt wird es aber hinten sehr schnell. Und jetzt bläst es hier. Jetzt haut es hier richtig rein. 31 sind wir jetzt. 30, ne? Kann was passieren. Kann immer was passieren. Da muss man jetzt schon sehr aufmerksam sein. Auch Vorsprung sinkt jetzt auch, aber es wird knapp. Keine Chance für die Flucht. Keine Chance für die Flucht? Keine Chance, glaube ich. Hinten wird es so gebrettert. Also kann sein, dass ich mich täusche, aber ich glaube nicht, dass sie eine Chance hat.
Naja, vorne wird zu sehr gespannt. Ist ja immer nur meiner vorne. Der Wind ist auch einfach extrem hier. 21 km/h geht schon wieder zurück. Ja, ja, aber das ist, für die Fluchtgruppe ist es halt tödlich. Kiste. Zieh durch, Junge, zieh durch, Junge! Yes, come on! Glückwunsch. Hier stehen wir Zweiter. Yes! Boah. Ich muss aber sagen, ne? Also zwischendurch bei der Windkante, geil, ging's dem Bilbao und dem Yates aber auch nicht mehr so gut, ne? Ducky, Kapi ist raus, ne? Das, ja, ja. Alles gut. Er hat schon Zeit von 5 Minuten. Da musste man krass vorsichtig sein mit den Fahrern, weil die leicht hinten rausfliegen können. Also der Mike ist Buchmann auch raus. Ja, Mike ist ja auf dem Flachen nachgefahren. Krass. Wahnsinn. Ich glaube auch nicht, dass Maika jetzt GC-Fahrer also ist. Bilbao hat zwischendurch fast nichts mehr rot. Nee, eigentlich nicht. Oh, das ist ein so guter Auftakt. Ich habe jetzt mehrere Trikots gleich. Hast aber nicht alle an. Doch, alle oben drüber dann. Ja, aber Hirschi, Zweiter? Das ja, das war echt stark. Na, der hat die ganze Zeit gelutscht. Ja, die ganze Zeit, da war ich einmal vorne. Hätte ich auch, würde ich auch nicht machen, wenn ich hinten Philipsen hätte. Ah, hat ja nichts gebracht. So, ich schau noch kurz die Wiederholung. Also jetzt, bitte. Ich lasse noch kurz die Wiederholung laufen, Tim, machen wir noch nicht weiter. Ja, sehen wir. Na gut, der ist Vierter, aber dann hast du recht, aber im Endeffekt hat er leider dann Hirschi den Philipsen die Punkte weggenommen. Klingt dann bitter. Na, ist es nicht. Aber es wurde wenigstens nicht ganz so geblockt. Das war schon. Ja, die Anfahrt war halt echt gut. Ja. Die war gut für die Sprinter. Ja. Steven, cool. Bereit? Warte noch kurz eine Sekunde. Okay. Und noch so eine Etappe. Puh. Aber ohne Wind diesmal. Okay, bin ready. Ich wusste gar nicht, dass die Tour de France 22 so lahm am Anfang war. Nee, aber du kannst mir doch nicht sagen, dass diese Etappe hier, also extrem interessant. Die Etappen waren in der Realität alle nicht so schlecht. Soll auf der Etappe hier passieren? Pedersen hat ich in seiner Heimat Dänemark eine Tour de France-Etappe gewonnen. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Das war der Heimbonus. Der ist über. Und die jetzt Brücke könnte er in Dänemark das Geld mit Kurt sogar übernehmen. Wäre auch nicht schlecht. Hast du das nicht schon? Nee, das hat von Ort. Also so viel Zeitgutschrift gab es nicht, ne? Nee, ich habe, glaube ich, 2 Sekunden noch Rückstand. Ja. Ich war ja mit Pedersen auch gut im Zeitfahren. Von daher ist das noch im Bereich des Möglichen. Wir müssen Pedersen Top 3 verhindern, Leute, alle. Ah, Entschuldigung, ihr dürft 177. Entschuldigung.
auch gerne wieder Tim übernehmen, ne, wenn du da so lustlos bist. Ja, ich muss halt erst gucke ich nach meinen Fahrern, dann gucke ich erst, wenn theoretisch kann. Könntest du es auch schon während wir reinladen sagen. Aber daran denke ich halt nicht. Respektiv der Albedo, keine Ahnung. Ich glaube, es lohnt sich nicht so krass, wenn man in eine Flucht zu gehen, weil wenn Zoomi clever ist, der sowieso das Feld kontrolliert, damit er in Gelb bleibt. Halte ich mich deswegen raus bei Fluchtgruppen. Bitte erst, wenn die Berge kommen. Aber auch Sprintpunkte gehen. Das ist so geil, wenn es für Tim dann richtig losgeht, ist halt für mich eigentlich schon wieder fast vorbei. Ja, wie sieht es dann nächste Woche eigentlich aus, Levin? Wie ist da die Verdade? Jetzt ist ja echt überwiegend Sprint. Ne? Was ist nächste Woche? Weißt du das aus dem Kopf? Ja, nächste Woche ist viel Berg. Also da wird sich auf jeden Fall die Tour entscheiden. Ja. Nächste Woche haben wir noch 3 Sprintetappen, glaube ich. Oder 2 Sprints und 1 Zeitfahren. Also ja. Ganz viel Zwischensprints. Also Sachen, genau, Sachen Sprints und Punktewertung und so weiter ist halt die erste Woche super wichtig und die zweite ist halt dann krass GC. Ja, okay. Aber denkt drin, dass wir heute auch noch die super Planche de Belfio fahren. Ja, das kommt auch noch. Und Kopfsteinpflaster ist natürlich auch GC unterm Strich. Leute, weil auch Col du Canon kommt heute. Das muss man ansprechen. Mhm. Ich finde den super Planche de Belfio schlimmer. Nein. Na doch. Nein. Und wenn wir ja sehen, wenn dann Eutebrücks hin rausfällt. Das ist überhaupt kein Problem. Na, dann schon auch. Und der wird wieder mit Position 90 rausfahren. Du, ich werde den Teufel tun und nochmal was mit Position halten, mit Almeida behügeln. Aber dass du dann erst in der zweiten Season gemerkt hast, dass das nicht funktioniert. Du, ich weiß schon, dass es nicht funktioniert, aber ich habe halt gedacht, ich mache mir jetzt hier einen faulen Lenz. So, Stille im Hauptfeld. Nicht, dass ihr alle nebenbei schon Football spielt oder so, ne? Oh, würde ich mir jetzt nicht so behaupten, ne? Aber ich hoffe, dass ich beim Madden nicht so aufgeregt bin wie hier beim Radsport-Manager, sonst kann ich den Controller nicht halten. Okay. Also dann fange ich schnell den Deception einen nochmal an. Ja. Ernsthaft, das ist furchtbar. Also ich hoffe, dass ich da nicht so aufgeregt bin. Ja, das dann zitterst du genauso wie der Bildschirm hier bei so Crunch-Time-Momenten, wenn es so ja, genau. Er ist ausgestellt, haben wir gestern festgestellt. Ja, ja, ich hatte das besser ausgestellt. Besser ist, das ist schrecklich. Dadurch ich finde es gar nicht ganz spannend, aber... Du hast aber kaum eine Chance, wenn du dann zurückliest. Vor allem ist das Momentum ja auch überhaupt nicht realistisch. Also wie das Momentum hin und her wechselt, ist überhaupt nicht realistisch. Wenn das Heimteam im ersten Drive scored und du dann auch scorest und selbst wenn du danach noch einen Pick fängst, ist Momentum immer noch nicht auf deiner Seite. Ja. Und das ist ja in der Realität, wäre ja das Momentum dann komplett. Also, ist ganz schlecht gemacht. Proko, hast gut gemacht. Tja, aber es ist nicht so, als wenn das Momentum kommt, dass du unbesiegbar wirst. Nö, aber es ist halt einfach, also es ist halt schlecht programmiert. Also von wie das Momentum hin und her wechselt. Wenn es wirklich richtig hin und her wechseln würde, dann wäre es ja in Ordnung. Aber so macht es halt einfach keinen Sinn. Ich finde das auch schrecklich, mit dir werden die Knöpfe der Receiver nicht angezeigt. Ja, das stört mich gar nicht. Das ist Katastrophe. Wie, das stört dich gar nicht? Egal, Football. Ich kenne meine Receiver von vornherein. Ah ja. Was ist denn, wann kriegen wir denn die neue Database? Machen wir das zwischen der Saison, ne? Habe ich richtig verstanden. Für Radsport hier. Ja. Genau, immer zur neuen Saison gibt es die neue DB. Okay. Hoffen wir wohl, dass wir PCM für den neuen, dass da mal wieder Änderungen kommen. Steigen wir auf den neuen um? Fragezeichen? Im Normalfall ja, außer er ist wirklich kompletter Schrott oder nicht. Okay, dann ein Video. Also, von dem ersten Trailer her ist er richtig schrott. Mann, das ist kein Trailer. Teaser ist das, glaube ich. Eben. 14 Sekunden ist doch kein Trailer, Mann. Die haben ja selber gesagt, dass die wahrscheinlich nicht viel drin machen werden. Ja, aber wartest du auch. Ist das nicht viel entspannend, die Etappe? Nein, wir machen heute kein Mal 2. Ich würde wann mal 8 vorschlagen. Genieß die Tour. So, eine entspannte noch und dann kommt Kopfstein schon, ne?
Ja, aber nicht richtig. Danach ist nochmal relativ easy und danach geht Kopfschneidpflaster los. Der vierte Etappe heute, oder? Nee, fünfte. Nee, fünfte Kopfstein. Rein hypothetisch, wenn heute Kopfsteinpflaster gewesen wäre, hätte man Zeim jetzt nie wieder gesehen im Finale. Bilbao vielleicht ein bisschen. Heute ist. Achso, du meinst. Also wenn das jetzt. Nee, also wenn das jetzt auf der Etappe gewesen wäre. Ich glaube, Zeim jetzt hätte schon bei dem ersten Tschüss gesagt. Ja, mit Winterball? Das wäre hart. Aber da wären halt Stürze und so, ne? Aber ist an, oder? Ja, ja. Ja, vor allem Platten. Platten, ja, ja schon. Einsturz hatten wir doch schon, oder? Ja, Oran hat sich schon hingelegt. Ah, ja. Das ist gut. Der kann nicht gerade ausfahren. Ja, gut, Oran liegt ja immerhin auch in Stürze ausgeschützt, oder? Wahrscheinlich, ja. Genau wie Mass oder so. Frag mich, was Oran eigentlich überhaupt kann. Na, irgendwie kann der ja, gar nichts. Buchmann kann der. Oh, naja. Das ist sogar schlechter als ein Buchmann. Ich würde die eigentlich relativ ähnlich sehen, Uran und Buchmann. Im Sprintzug dürfen unbeliebig viele hintereinander stellen, oder? Oder auch nur Anzahl? Nee, vier. Sprintzug. Nur vier? Ja. David, du spielst ja nicht zum ersten Mal mit. Ja, aber ich spiele keinen Sprint sonst. Achso. Nee, ganz ist neu. Immerhin vier. Gut, dass er fragt. Paul hätte einfach mit sechs Mann reingehalten. Das stimmt. Ja, aber nur 12 Mal. Der macht das ja voll selten. Ich bin mittlerweile der Meinung, der will einfach nur Letzter werden, damit er nächste Saison den Vingegaard hat. Tja. War wohl nix der Plan. Doch, der ist doch Letzter. Ja, aber er ist nicht mehr dabei. Wie? Hat er ganz aufgehört? Nee, Paul ist weg, ja. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, deswegen sind wir plus 15. Also ein Team wäre theoretisch frei für jemanden neuen. Warum ist er weg? Hat er einfach gesagt, er hat keine Lust mehr? Oder wie? Nö, wir haben nach dem letzten Mal in der Orga entschieden, dass es keinen Sinn mehr macht, wenn er weiterhin mitspielt. Ah, okay. Ja, okay. Ja. Zu oft nicht an Regeln gehalten, zu oft zu spät gekommen, nie aktiv gewesen im Sprachchat und. Hat sich alles summiert. Kommuniziert auch nicht richtig, wenn er zu spät ist, sondern Schreibt dann halt einfach, ja, ich bin jetzt zu spät. Ja, oder haut halt einfach ab und zwei Rennen vor Schluss. Ja, allein wie oft wir schon KI irgendwie noch hatten, weil der dann halt doch wieder weg war und so, da habe ich keinen Bock mehr. Ne, ist nachvollziehbar. Was sagt dann deine Warteliste? Hast du da schon ein paar, die sich da... Nee, stand jetzt haben wir niemand. Nee, wir haben ja ein paar Ersatzmanager. Da muss man immer mal gucken, ob jemand vielleicht irgendwann mal langfristig Bock hat. Ansonsten haben wir jetzt keinen, aber ich finde jetzt nicht so schlimm, wenn wir bloß 15 sind. Ich meine, das Team muss halt dann bestenfalls nach der Saison auf jeden Fall jemanden finden, der dann draften kann und so. Ich glaube, da ist dann der Anreiz auch groß. Da ein bisschen was verändern kann. Kurze Frage, Ostermontag fahren wir da? Ist das geplant? Bis jetzt ist eigentlich jeden Montag geplant. Es ist zumindest nicht geplant. Okay, das ist hart. Da werde ich aber auch nicht dabei sein. Ja, also wenn da halt... Also wenn da halt das wäre vielleicht auch mal gut eine... also wenn da ja, vor allem da ist es in Luxemburg. Oh, da kracht's. Wenn da 10 Leute nicht können... Wann ist denn Ostermontag? Was ist das für ein Datum? 1. April. Ja. 1. April. Ja. Da ist auch Lüttich-Bastogne-Lüttich. Und tut Luxemburg. Lüttich-Bastogne-Lüttich ist doch nicht montags. Doch. Hä? Nein, bei uns. Bei uns ist er dann dem Tag. Am 1. Was? Am 1. April, Ostermontag, fahren wir Lüttich-Bastogne-Lüttich, tut Luxemburg und... Boah. Ach so. Alter! Mein Gott, auf welcher das Leitung sitzt du heute? Alter, die ist echt lang heute. Sicher, dass der dir beim Madden geholfen hatte zu planen? Ja, ich glaube, der hat einfach. Jetzt weiß ich, warum der Mahomes rausgeschmissen hat bei mir. Ja, gut, wenn man 2 Uhr nachts auf wach ist, ne, dann ist man jetzt ein bisschen müde. Das ist in letzter Zeit immer ganz gefährlich, wenn ich abends mit irgendjemand hier im Voice bin.
Ja, du hältst die Leute immer den Schlag ab. Bei mir liegt es halt ostermunter daran, weil ich habe ein Kind. Und da werde ich halt wahrscheinlich nicht starten. Ja, das ist bei mir genauso. Ja, wir gucken ja, also jetzt einfach, wie viele da mit Nein stimmen. Und wenn es einige sind, dann spielen wir natürlich nicht. Das macht ja keinen Sinn. Haben wir ja beim Rosenmontag auch schon gemacht. Ja. Habt ihr euch mal das Video angeguckt, das erste Madden 24 Duell Björn Werner gegen Community? Ich habe kurz reingeguckt. Aber mir wurde das gerade vorgestellt. Mir ist jetzt, glaube ich, auch mal ungleich. Aber Björn Werner labert eigentlich wie so häufig viel und gibt recht wenig Input. Ja, ist der überhaupt gut gewesen? Ja, ist nicht schlecht. Ja. Ich weiß ja nicht, wie gut du bist, also. Ja, ich würde schon sagen, ich war mal gut, aber ich werde jetzt schon auch nicht mehr so gut sein. Guck mir das an. Ist halt scheiße, dass jetzt 14 Fahrer da vorne sind. Die Frage ist, wie viel da vorne aktiv mithelfen. Nee, das Problem ist so, ich sprinte halt hinten jetzt nicht für einen Punkt. Achso. Oh, Penoet hat geholt, Alter. Na komm, jetzt helfe ich dann auch ein bisschen bei der Führung. Ach, wir kontrollieren das doch ganz gut im Hauptfeld. Das war alles. Oh, Trentin holt den einen Punkt. Trentin, ja. Jawohl. Das lasst er sich nicht zweimal sagen. Super, Trentin. Es gibt nur einen Trentin. Der was Punkt geht? War jetzt... Oh, Mittwoch ist Dortmund-Eindhoven bis im Stadion. Natürlich. Das kann er direkt. Und bist du nervös? Oder? Nein, wir werden knackig 2-1 verlieren. Mit Edin Terzic als Trainer kann man doch nicht so ruhig machen. Sag mal, also wir sind halt mit Terzic-Fußball habe ich immer noch Angst, dass wir absteigen, obwohl wir nur noch 3 Punkte brauchen. Ja, aber es ist auch immer wieder zu gut, dass sie ihn rausfeuern, ne? Wenn die mal 2 verloren haben und du denkst, aber jetzt war es Druck hinter mir. Aber der Problem wächst ja jetzt zum Sommer hin, weil Hummels hat ja gesagt, der wird nicht verlängern, wenn er bleibt. Reus wird nicht verlängert, wenn er bleibt. Ja, es sind noch 2-3 Spieler. Sancho will nicht bleiben, wenn er bleibt. Okay. Das sind doch 5 oder 6. Für Dortmund wäre es aber gut, wenn die alle nicht bleiben würden, meiner Meinung nach. Ja, richtig, Sancho, die sparen, ne? Sancho wäre schon wichtig. So Leute Sancho, wie Hummels ja. Und Reus, also Entschuldigung, aber wenn die nicht umzenit sind, also... Ja, aber Hummels brauchst du halt. Hummels ist aktuell unser bester Innenverteidiger. Ja, aber das macht es ja nicht besser. Ja, doch, weil die kaufen. Spielt im Moment überhaupt nicht, Hummels. Der hat aber bis jetzt noch zum Union-Spiel. Danach war er ja erkrankt jetzt 2 Wochen. Nee, und länger. Der Hummels hat jetzt 5 oder 6 Mal am Stück nicht gestartet. Aber der Süle, der hat auch mindestens 100 Kilo zu viel. Das ist halt das Problem. Das reicht nicht für Bundesliga-Niveau. Der hat die falsche Sportart halt. Also, der hätte sich bei Madden melden sollen, aber nicht beim Fußball. Ja, oder so ein schöner Ebenentreter. Oder so ein guter Ebenentreter. Ja. Ich bräuchte den Süle bei mir in der Offensive Line, ey. Da könnte der da vorne mal echt so White Guard oder so, White Tackle. Boah, geil. Also ich meine, seitdem Thomas Müller die Aufstellung bei Bayern macht, sieht es auch wieder gut aus, ne? Ja, macht er das? Ja, und Gerüchte sagt das der Tuchel? Ja. Da kappt der Spielertrainer, der Müller. Wer ist denn da im Gespräch jetzt bei Bayern? Gibt es schon eine Tendenz? Alonso. Boah, bin bitte nicht. Ich bin fest von Alonso überzeugt. Boah, das finde ich schade. Für Bayern wäre Alonso das Beste, was passiert. Ja, natürlich, kann. Aber... Ich hätte ihn gerne noch mal ein Jahr in Leverkusen gesehen, das nochmal bestätigen, was er da. Ja, das kann ich. Ich gerne mit Leverkusen die Champions League holen sehen. Okay, also, was du für Drohungen nimmst, also das. Ja. Warum? Warum? Finde ich komplett valide. Leverkusen Champions League holen? Also, ich, Moment, fallen mir nicht viele Mannschaften ein, außer vielleicht City, die besser sind als Leverkusen. Ja, wenn da Garchen, dass Karabakh genauso gut ist. Ja. Also Karabakh hat schon ein gutes Spiel gemacht. Ja, in meinen Augen super. Und gegen wen hat Bayern schon dieses Jahr verloren? Gegen Bochum. Also. Ah, Bochum ist aber auch hohes Niveau, ne? Dortmund hat auch gegen Bochum nicht gewonnen. Muss man auch sagen. Stuttgart hat auch nicht gegen Bochum gewonnen. Ja, super. Bochum ist für mich sogar mit einer der stärksten. Freiburger wieder. Was da gestern wieder passiert ist im Schiedsrichter, ist unfassbar.
dass ich das sehen musste. Das war, hat einen Augenweh getan. Weil gestern waren auch nur die Spiele, die drei Spiele, ne? Zahneschnitt. Ich habe alle drei Spiele komplett. Was macht er? Was macht Rocco? Ja, mein taktisches Manöver ist es. Sahneschnittchen. Ja, Sahneschnittchen. Rocco ist halt the man. Also Rocco, du bekommst von mir die rote Tribune, Maul. Ja, das ist Levini unter Druck gerade ein bisschen. Das finde ich gut. Der holt auch das Trikot jetzt. Guck mal. Ja, lass mal, lass mal rum. Lass mal Rocco so langsam ein bisschen Tempo machen, oder? Ja, stark, Rocco. Was man Rocco nie vorwerfen kann, ist, dass er nicht mit Herz fährt. Ja. Rocco fährt immer mit Herz. Ja. Manchmal vielleicht auch mit ein bisschen zu viel Herz, aber er fährt immer mit Herz. So, jetzt hat Madua auch 3 Punkte. So, und Godü und Skelmo sind so schnell, wir fahren heute nicht mit. Wer kriegt jetzt das Trikot? Der, wo die höher gewertete Kategorie gewonnen hat. Ja, wow. Dann wahrscheinlich der, wo es entweder zuerst geholt hat oder wer quasi bei mehr Wertung erster war. Ja, das auch, ist ja auch alles das Gleiche. Also im Normal, ich glaube ja fast, dass ich es behalten darf, weil ich es vorher hatte, oder? Kann das ja sein? Glaube ich auch, glaube ich auch. Würde ich frech finden. Also wenn ich jetzt hier Magnus Kort hätte, hätte ich alles dafür gegeben, den ins Bergtrikot zu bekommen. Ja, wie nicht. Ja, das fand ich so geil. Nur schade, dass er dann nicht mit nach Paris genommen hat. Ja. Hat er halt am Ende einfach Vingegaard im Vorbeigehen mitgenommen. Also so ein Alexander Kamm könnte dir auch mal geben, so. Einfach Bergtrick. War das nicht ein Tennisspieler früher, dieser Kamm? Philipp, du kennst dich damit doch so gut aus. Also der sitzt bei mir auf dem Fahrrad. Ja, ja, stimmt, aber der Name sagt mir irgendwas. Hey, hey, hey. Hier werden wieder Sachen genommen, oder? Wahnsinn. Ja, aber so eine flache Etappe lädt halt auch dazu ein. Ja. Aber es sind schon nur noch 46 Kilometer und dann sind einfach schon 3 Etappen rum. Also das geht hier alles Schlag auf Schlag. Das Bergtrikot. Es sind noch 45 Kilometer und noch 4 Minuten, ne? Also falls einer den Sprint gewinnen will, ne? Du musst schon mal so langsam mit Philipp sind zu, ich bin euch bescheuert. Auf Wout van Aert Trikot und so? Ja, eben. Der hat da mehr Verantwortung. Also Madouas, der könnte auch in die Top 10 fahren, ne? Ja, wen lassen wir heute den Sprint anziehen? Ja. 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 Du, wenn du weiter so überlegst, ich würde mich mal eher darum kümmern, dass die vorne nicht durchkommen, ne? So. Also ich werde die Etappe so oder so nicht gewinnen mit meinem Sprint, also das finde ich mir egal. Na gut. Ich werde halt nur so zufahren, dass ich nicht zu viel Zeit verliere. Ja. Ich hab den schlechtesten Sprinter am Feld. Dann machen wir mal so. So. Ich hätte gerne mal wieder so eine Etappe mit richtig Abstand vorne. So dass dann auch mal ein bisschen taktiert wird. Ja, das kriegen wir jetzt bei der Tour, läuft aber wieder ganz gut mit den Gruppen, das ist wieder sehr schön. Ja, aber ist halt wieder ein knappes Rennen, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass es vorne so easy wird. Ja, keiner. Ich bin unterwegs nach vorne, aber ich komme nicht vor. Okay. Nimm mal aus. Gelmus ist auch wieder raus. Das ist aber fürs Nachfahren kontraproduktiv, wenn du da jetzt mit dem ganzen Zug vorne reintrittst. Ah, das ist mir egal. Ich hab einen Plan. Hab die Etappe trainiert. Na dann. Sehr gut. Gehen wir hinten raus. Dann gehen wir nochmal eins höher.
Gamer-Coin, der will aber auch auf Listen von anderen kommen. Ja. Auf welcher Liste steht der bitte noch nicht drauf? Ja, das stimmt. Allein schon wegen seiner Laberei. Oh, es wird nichts mehr. Seiten vorne wird sich jetzt zerlegt. Ich weiß ja nicht, ich hätte die Kraft, um ranzufahren, aber ich will eigentlich nicht Steffen ranfahren. Ich finde es immer unfair. Ich glaube, es hilft auch keiner Pumi. Braucht jemand das gelbe Trikot wenigstens? Ja, jeder. Stark, Marua. Richtig gut gefahren, die Etappe. Marua dürfte auch das Bergtrikot haben, weil er in der Gesamtwertung besser liegt. Da kriege ich einmal den Sprint hin und dann kommt die Flucht durch. Also, ich glaube, ich nicht für gelb reichen. Also, ganz stark, Marua. Der hat Bergtrikot wahrscheinlich übernommen, weil er im GC besser ist und Etappe gewonnen. Sehr stark gemacht, ey. Tja, dann haben wir doch die erste Gruppe, die durchkommt. Und den Sprint des Feldes von Caleb Ewan. Boah, Pedersen. Caleb Ewan hat Sprint aus dem Hauptfeld geholt, souverän. Mhm. Boah, Pedersen. Nicht schlecht. Bilbao hat auch reingehalten. Nein. Doch. Nee, also ich habe nicht auf Sprint gedrückt. Okay. Der hat nur Positional 99 gehabt, damit er nicht hinten rausfällt. Aber der ist also, ich habe nicht gesprintet. Martinez raus. Ja. Ich glaube eh nicht, dass er auf GC. Oh, Madua ganz knapp. Aber guck mal, Sam Yates ist ja auch da vorne reingefahren. Ohne zu sprinten. Und Positional 99 geholt. Madua, neuer Mann in Gelb, ey, der hat jetzt richtig krass Rundumschlag. Das gibt richtig Punkte, die Etappe für Rocco, holy shit. Ha, da wurde das Fahren mit Herz belohnt. Ja. Finde ich gut. So, sind wir schon bei Etappe 4. Es geht hier Schlag auf Schlag. Gott, die Etappe ist ja noch schlimmer. Hohe Zeit, dass die erste Bergankunft kommt. Finde die erste Woche eigentlich übel geil zum Reinkommen.
Ja. Weil sich der Spannungsbogen bei uns komplett aufbaut. Wir haben erst die Sprints, dann haben wir die Kopfsteinpflaster-Etappe, dann kommt die Superblanche, dann kommt Hügel und dann kommt schon die Granon-Etappe. Ich finde auch die 22er Tour ist vom Profil her ist die schönste, die es je gegeben hat, meiner Meinung nach. Ach du heilige Scheiße. Ab wann? 168,2. Ich lieb's. Oh, da sind aber einige hinten raus. Morocco, ich weiß auch nicht, ob dich da so viele so fahren lassen. Ich finde die Idee gut, aber ich glaube, das wird schwer. Umi hat irgendwas dagegen, sagen wir. Ich glaube, der wird auch immer in die Flucht kriegen. Tappe wird aber auch richtig hart gefahren, Alter. Ja, weil halt wieder keine Flucht gelassen wird, weil wieder alle hier meinen, sie müssten vorne mit Führungsarbeit oder so 85 da heizen. Jetzt Tempo raus. Ach Gott, sag ich lieber nichts. Na gut, die 18 Mann sind wir nimmer wieder, glaube ich. Wie oft hast du diesen Satz halt schon gesagt? Ich hatte so viele Etappen recht. Für den Hirschi habe ich auf der zweiten Etappe auch nicht mehr gesehen. Ja, den hast du schon auf dem Podium gesehen. Ja, aber den habe ich auch nicht mehr in der Etappe wieder gesehen. Letzte Etappe habe ich auch nicht mehr gesehen. Ich habe schon die Siegerfotos bestellt. Ja, genau. Hat er schon zugepostet. Bis jetzt auf jeder Etappe hatte ich recht mit aus. Glaubt man an nichts Schlimmes und dann kommt Colton Wilson von hinten. So, wie viel Kopfsteinpflaster ist das? Das sind glaube ich nur 100 Meter, ne? Könnte krachen. Das Kopfsteinpflaster kommt jetzt Mordor natürlich auch gut entgegen. Das ist echt krass.
Vorne wird nicht gefragt. Jetzt wird wieder gefragt. Nein, wird auch nicht gefahren. Nö, nö. Ich wollte gerade sagen, vorne wird nicht gefahren, hinten wird nicht gefahren, aber dann ist vorne wieder ein bisschen Bewegung reingekommen. Das ist doch blöd, wenn beide stehen bleiben, ne? Das ist die Tappe, die von Ort gewonnen hat, ne? Ja. Mit der Attacke da. Im Riesendrama zwischen Van Aert und Vingegaard. Boah. Wie kann ich denn bei Freiburg alles kaufen? Einfach mal Philipsen in der Flucht. Das wird natürlich dazu führen, dass Levi nicht arbeiten wird. Mhm. Hinten hat wirklich gar niemand Interesse nachzufahren. Ja, das wird dann spannend mit Mud War, Leute. Oh, von mir aus kann er die Tour gewinnen. Ja, mir ist das auch wurscht. Der hat so gute Secondary-Werte, dass das schon einer ist, der da gut überleben kann an den Bergen. Ich würde es ihm gönnen. Der hat auch einen guten Kopfscheinpflasterwert, ne? Oder ja, ja, eben. Der wird da ja, einer der besten Fahrer sein. 4-5 Minuten auf die Topfahrer gewinnen. Das wird krass. Oh, jetzt habt ihr Tim geweckt. Der hat jetzt mal einen reingeschickt da hinten. Das muss man nicht gern stehen. Elf Minuten. Der Madua hat schon so viel grün, hat so viel grünen Balken verloren und wird so viel grünen Balken verlieren durch diese ganzen Fluchgruppenaktionen. Der ist hinten raus keine Gefahr. Ziehen wir durch vorne?
Maika ist auch nicht. Wir sollten in der Gruppe zusammenarbeiten. Ja. Ja, Quatsch, wenn sich die Gruppe jetzt zerstört, deswegen. Von vorne geht die Gruppe jetzt eh nicht. Aber wir haben 13 Forschung aufs Feld, lass uns jetzt lieber zusammenbleiben. Weil noch kommen wir nicht sicher durch. Klar. Also die Tour wird jetzt gerade entschieden und dann sagt er, ist nicht durch. Ich glaube nicht. Also Matthias hat die Tour jetzt gewonnen. Definitiv. Wäre schön, wenn das so einer, weil wir 100 Euro wetten, dass er nicht gewinnt. Ja, ist jetzt 2000 drauf. Ach, dafür sind die Etappen hinterher viel zu schwer. Ich setze 10.000 Euro drauf, dass der eine das gewinnt, wenn der mit 13 Minuten durchkommt. Das wäre was gewinnt, Matua, die Tour, oder was? Wenn der mit 13 Minuten oder so heute durchkommt, der kommt ja nicht mit 13 Minuten durch. Also aktuell mal nur Timmeln arbeiten. Ich habe kein Interesse. Pumi, würde es noch helfen in Neto? Jetzt schon vorne ran, oder wie? Ja, also ich war gerade kurz unaufmerksam, man hatte 3 Minuten Rückstand, also ich würde vorne ranfahren, ja. Mit wie viel fahrst du denn? Ich fahre jetzt gerade mit Tobis 74. Tobis. Dann, ich warte aber euch vorne. Mach kein Tempo mehr. Gibt aber Gummi. Korrekt, ja, wir beeilen uns. Der Slimmer hat was dagegen, der kleine Luft. Er will sich die Bergpunkte annehmen. Ja, oder lass doch Slevin fahren, so mit einer Minute Abstand. Ich will, dass die Gruppe zusammenbleibt. Na, okay. Ja, ich mach bei auch wieder mit, aber hier steht er, muss ich gerade mal kurz ein bisschen. Jawohl. Ah, Slevin hat kein Interesse, dass die Gruppe durchkommt. Der will uns zerstören. Puh, ja, Levi, ihr habt 14 Minuten Vorsprung. warte mal ab. Ich glaube, er will die beiden Bergwertungen. Wir fallen gleich aus dem Zeitlimit raus. Das ist noch die Führungsgruppe. Ich würde das so feiern, Alter. Wenn wir mit 100 Leuten hinten rausliegen. Digga, dann wird ein Bengalo aber sowas von gezündet. Dann wird wieder Pyro gezündet. Aber sowas von. Also ich würde das so feiern. Dann fahren einfach nur 19 Leute die Tour. Das wäre doch geil, Alter. Würde ich feiern. Bei mehr als 30 Minuten wird es halt auch nicht sein. Ja, das wird. Am Ende werden es unter 10 Minuten Vorsprung sein. Also ich würde mir da jetzt keine Gedanken machen. Ja, machen wir sowieso nicht. Ich habe ja sowieso kein Ziel bei der Tour. Wir machen uns so langsam Gedanken, dass du vorne nicht zu großen Abstand bekommst. Verwirrt-Taktik. Ja, wir sind jetzt drin. Dann ruht euch ein bisschen aus, ich mache ein bisschen Tempo. Korrekt. Ja. Ich glaube, wir werden es gegen sowieso holen auf 70 Kilometer mit 16 Mann. Ja, aber er hat Kommensturm, ne? Der ist Turm. Ja, stimmt. Der hört bei der Windkante mit dem letzten Berg dann eh auf. Ja. Der wird dann Sturm weggeblasen. Wirklich, du bist ein guter Mann. Wenn das so bleibt, fährt Maika wieder auf GC. Ja, aber Maika fällt ja demnächst wieder runter dann. Ja. Adem, warum hast du den Nüss jetzt eigentlich nach hinten geholt? Weil der abgehängt war, 4,5 Minuten. Achso. Ah ne, ich dachte, du hättest den abgestellt.
Aber Yishi geht gleich in der Abfahrt nochmal einmal kurz raus, ein bisschen Kraft tanken. Ja, mach mal. Ja, spart alle noch ein bisschen Kräfte. Habt ja noch 30 Minuten Vorsprung, also alles gut. Ich sehe sie da vorne am Horizont wieder, die zwei Orangen. Tim, also weiter Horizont bei 3 Minuten, ne? Tim, machst du jetzt gerade wirklich Tempo wegen Maika? Im Hauptfeld? Ja. Nö. Siehst du richtig an. Okay. Hey, vor allem wegen Maika. Naja, aber wer ja, also, ich hätte mehr Angst vor Pedersen als vor Maika im GC. Es geht vorne nur einzig und allein um Madua, was GC angeht. Okay. Ja, stimmt. Ich würd Pedersen stärker einschätzen als Maika fürs GC. Und Tim weiß ja, wenn der ein paar Minuten bekommt, ist es nicht schlimm, aber wenn er halt 14 bekommt, ist es wahrscheinlich gefährlich. Ja, den hatte ich gar nicht im Schirm. Er hat nur den erkennt man auch so schlecht mit seinem gelben Trikot. Ja, eben deswegen. So, Laporte weg. Oh, Almeida mal zum ersten Mal schlau gefahren. Der ist sogar vorne drin. Und gleich mit dem hört Lilien wahrscheinlich auf. Und alle Bergpunkte hat. Die 5 Bergpunkte, ja. Mühsam ernährt sich das. Wann du was? Das mal du was. Ach du. Ich muss doch Punkte zusammenkratzen, ihr kennt mich doch. Ich hab so dolle Schmerzen. Er macht alles über den Puls, damit der Puls nicht runterkommt. Der Puls ist standardmäßig. Wenn er jetzt keinen Herzinfarkt hier macht, ist mir das eigentlich auch wurscht. Ja. So, aber machen wir jetzt bei uns wegen noch ein bisschen mit. Er wird jetzt nicht mehr mitfahren. Alles für die Gruppe, sei ein bisschen sozial. Ich lasse den abhängen, alle auf 99. Schafft Maika das? Die erste Bergwertung, der erste kleine Hügel, der kommt, das ist Maika wieder raus. Maika ist nicht Gunner. Aber der Angriff von Slevin hat schon mal 3 Minuten die Gruppe gekostet. Schon aus der Liste. Kataneo hat die Gruppe 3 Minuten gekostet. Wir haben doch 3 Minuten gewartet, bis sie hinter sich aufgeschlossen sind. Vierergruppe. Da habt doch ich nichts damit zu tun, wenn ihr wartet. Ich also warte ohne Tim hättet ihr schon mindestens 20 bis 25. Du greifst Minuten. In dem Moment an, wo wir warten, entspannt zusammenbleiben. Ja, aber ich habe doch kein Interesse zu warten. Was bringt mir das denn? Ich habe doch Ziele zu verfolgen und die habe ich verfolgt. Allgemein, ja. Alle Leute, die vorne sind und die sich dadurch im GC nichts versprechen, machen sich lächerlich und sie fahren, weil sie genau. Philipsen mitkutschieren. Genau. Das ist. Erstens Philipsen und zweitens Madouar. Also, ich habe überhaupt kein Interesse, dass die durchkommt, die Gruppe. Ich auch nicht. Von daher ist ja logisch. Ich mache aber auch nichts dagegen. Und auch noch zusätzlich der Vorsprung. Wieso soll ich da jetzt noch großartig investieren? Macht ja keinen Sinn. Größte Interesse an hohem Tempo hat Madouar, weil der je größer der Vorsprung am Ende ist, desto besser für ihn im GC. Wir sind alle lieb zueinander. Ja, sind wir doch. Es ist halt so. Es ist halt Wettbewerb im Sport. So, für wen sprinten wir denn heute um Platz 19? Ja, genau. Also, auf jeder Etappe habe ich jetzt mal einen sprinten lassen: einmal Kampf. Einmal Uran, einmal Polit. Mal gucken, heute darf Jungels mal sprinten. Heute gibt es im Feld auch keinen Punkt mehr. Ja, deswegen.
8 Minuten. Hinten wird es jetzt natürlich schnell wegen dem Wind auch. Wobei der nicht so stark ist. Noch nicht. Ja, vorne 23 immerhin. Der Vorsprung wird noch richtig krass runtergehen. Jetzt fertig ein Gamer Grinder. Madua hat die Tour, hat die Tour schon gewonnen. Es wird hinten richtig reingestiefelt. Spannung liegt in der Luft. Sieben Minuten. Oh Mann, du hast. Ja, der ist zu stark. Dann habe ich im 1:1 habe ich keine Chance gegen den. Solo von Madua jetzt. Ich glaube, da übernimmt sich der Mario auch gerade. Ja, oder er macht wieder so ein geiles Solo. Wer weiß? Weiß ich nicht. Unwahrscheinlich. Drück ihm die Daumen, aber. Ah, das holt er sich, oder? Kommt hinten noch was. Ja, Saigo muss das Ding eigentlich schließen, aber... Macht er nicht. Kommt im Schicken. Nee, Madua gewinnt das Ding. Ist das geil. Also Rocco liefert ja richtig ab. Übelst geiler Sieg. Philipsen. Geil. Zweiter. Hab noch Laporte. Können wir komplett aufrauchen. Und hinten ist natürlich auch viel passiert. Ja, ich hab mir Leipzig rausgenommen, ich hab gesehen, dass da eine Lücke reißt. Was, Alter, was geht da ab? Schaut euch mal Almeida an vorne, ey, das ist ja heftig. Thomas auch vorne. Alle haben sich hinter mich gehängt, da bin da ich gestiegen. Da haben Berg. Einige. Ich wollte denen das nicht gönnen. Boah. Ich gönne niemanden, der sich hinter meine Hand hinter Rad hängt. Das ist mein Problem. Wunderschön, der Port. Almeida und Thomas, richtig gut. Ist da noch einer dabei vorne von den GC-Fahrern? Ulte Brüxwald? Yates kommt was jetzt dran. Ich hab nicht geguckt, was war da passiert? Alter, ist es gerissen? Nee, am Hinterrad, die ich angezogen hab. Sehr da bin schön, ich einfach, da hab ich einfach auf Einsatzball 10 Uhr gestellt und alle sind hinter mir. Da eine Lücke geben. Bin gespannt, ob es da vor Jorgensen eine Lücke gibt. Ich hoffe. Mann, ich hoffe auch. Ich hab mit Absicht auf 10 runtergestellt, weil ich wollte die nicht hochziehen.
Kann sein, dass es da eine kleine Lücke gibt, aber sicher bin ich mir nicht. Ja, es wurde auf jeden Fall ein bisschen aussortiert. Ja, auf jeden Fall. Ja, Jonas, lass mal Führungsarbeit machen, dein A13. Okay. 60. Der macht schon. Er fährt. Kommt. Nee, na, schaffen wir aber sowieso. Ja, das ist trotzdem angenehmer. Aber ja. Ugo Uhl schafft's auch. Oder? Ja, sollte es schaffen. Ja. Das ist nur 2 Kilometer hinter uns und wir haben noch 9 Minuten Puffer. Ja, krasse Etappe. Ey, Marduat, 2. Etappensieg. Der ist natürlich jetzt. Boah, der ist jetzt sehr gefährlich in fast jeder Wertung, Alter. Und Almeida und Thomas haben in Sachen GC natürlich. Wenn es eine Lücke gab. Ja, wenn es eine Lücke gab. Gab keine. Doch, gab. Let's go. Schön. Let's go. Schön. 20 Sekunden. Da hab ich sie alle gefickt dahin. Krass. Ich sah, wie einfach 4 Leute am Hinterrad von Sam Yates waren. Ich setze einfach Einsatzballen auf 10. Wen hast du denn da zurückgezogen mit Yates? Alle, was warst du die ganze Zeit? Alle, die da hinten rum waren. Ja, aber du hast doch jetzt Zeit verloren auf Gerard, Thomas. Ist ja nicht schlimm. Ich war nicht auf GC. Ich war einfach nur zum Mitfahren. Aber du hast ja keinen abgehangen, keinen besonderen, oder? Alle in deiner Gruppe geblieben. Weil ich hab halt gesagt, keiner hängt sich an mein Hinterrad. Gut, dass von Art ich fahre mit Strong auf GC. Ich war jetzt mit Jente Biermanns auf GC. Ich bin so froh, dass ich das eigentlich. Oh shit, jetzt kommt ja der Kopfsteinpflaster, oder? Jetzt bitte eine gute Tagesform. Jetzt kriegt von Art minus 3. Wahnsinn, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was hier passiert. Okay. Autsch. Oh, geil. Okay. Alle Kopfsteinpflasterfahrer minus 3. Boah, geil. Boah, ist halt geil. Wieso glaubt man dir das jetzt nicht? Ja, ist aber leider so. Also Yates minus 3, Bilbao minus 3. Oh, das wird ein Spaß. Van Aert hat eine entspannte 0. Wann dürfen wir? Also in echt ist hier eine Gruppe durchgekommen. Aber keine klassische Fluggruppe, sondern mit dem ich noch irgendwann. Doch, es war eine klassische Fluggruppe. Lasst mich mal vorbei, Jungs. Und es war ungefähr der geilste Sieg einer Gruppe, der geilste Sprint von so einer Ausreißergruppe, den ich je gesehen habe. Jeder war mal vorne und dachte, er gewinnt, und dann ist immer der andere noch gekommen und hat einen oben drüber gegeben. Übelst geil war das. Hallo, ich möchte noch vorne. Ist eine geile Brücke hier. Das geht nicht gerade.
Pumi, warten wir vorne noch auf Katanea? Oh, machen, ja. So, jetzt übertreibt's Rocco aber. Ja. Nee, Rocco, nimm ihn raus jetzt. Ja, das bringt nichts. Nimm ihn zurück. Ah, was musst du denn da? So. Ich glaube, man war, wollte einfach nur mal Punkte haben. Dürfte man jetzt theoretisch, wenn zwei vorne nochmal angreifen? Dass ein dritter und vierter nachkommen? Nee. Nein. Das ist verboten, ja. Ja. Und wenn es die Rennsituation ergibt, dass ich einfach mit einem nochmal vorne fahre, dann muss ich einen zurückfallen lassen, oder was? Aber wenn du mit Punkt nach vorne geht das doch. Nur nicht angreifen, oder? Ist egal, wie also, du es machst. Wenn ich jetzt im okay. Etappenende eine Gruppe automatisch bilde, weil das Feld ausdünnt, dann ist es egal. Ja, genau. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich schicke jetzt noch einen dritten und einen vierten in die Gruppe vor. Pumi? Ja, was? Du hast zwei Stück am Arsch der Welt. Oh, schön. Fuck, danke. Bitte? Ja, es sind beide nicht so wichtig, glaube ich. Oh, nein. Und Stuyven war in echt, glaube ich, der Beste hinter der Ausreißergruppe, ne? Aus dem Feld raus. Der ist mit Pogacar da weggefahren dann. Das war krass. Okay. Ich war auf der Etappe so auf GC hinten fixiert, hab dann mehr auf die Jumbos geguckt. Ja, das war. Da war mir irgendwie krass. Das vorne egal. Was da abging. Okay, nimm mal das Tempo vorne hinten raus. Was machst du da? Warum? Lass ihn doch nachfahren. Er hat doch das gelbe Trikot. Ah, vor wem denn? Da vorne irgendwas Interessantes, was ins gelbe Trikot kommen könnte mit 8 Minuten? Ah, hier, ja, doch. Du hast ja gesehen, wie schnell das gehen kann. Ich sehe schon, Jordi Moyes ist mit einer Minute, okay. Weil der hat null Berg. Ja, aber darum geht's ja gar nicht. Also ich mache ja jetzt auch Tempo wie Roubaix, weil ich natürlich das Ding gewinnen will mit genau. meinem Kader. Also, klar. Auch wenn es wieder nicht klappen wird, oder? Okay. Ja, du hast aber jetzt noch bessere Chancen, weil viele, die auch Konkurrenten sein könnten, müssen auf ihren GC-Fahrer achten, parallel. Das hat's ja bei Roubaix nicht. Pedersen hast. Ja. Einer von uns beiden. Nein, keine Ahnung, sind ja mehrere dabei. Ich glaube, warte mal, wer ist denn noch da? Wer kann denn noch Kopfstein lassen? Ja gut, Van Aert muss natürlich auf der Rechnung haben. Ja, definitiv. Also nicht nur auf der Rechnung, er ist ja eigentlich. Film von Aert. Und ja, natürlich Laporte, der Roubaix auch schon gewonnen hat bei uns. Van Baarle, Laporte, Askren. Aber wie gesagt, viele von denen haben noch einen GC-Fahrer parallel zu managen und das ist nicht so einfach. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt, was es hier gleich gibt. Nein, zweimal Zweiter gewonnen gibt auch Punkte. Was gibt eine Etappenzweiter? Ich weiß nicht auswendig, aber Tour de France gibt ordentlich was. 100, oder? Kann sein, ja. Sieg 200, zweiter 100, glaube ich. Ja, du, wie wärst du zufällig? Ich guck gerade. Okay. Etappen 2, da kriegt 100. Ja. Jawohl. Also 200, 100, 50, 25 und 12,5.
Ja, ja, schon 200 Punkte, geil. Ja, und von, aber von Art nicht nochmal irgendwann, bisher hast du zumindest halbwegs vorne? Nee, nicht so weit vorne. Okay. Hängt davon ab, wenn man 20. als vorne sind? Ne, ich glaube, er war mal 6. oder so, oder 7. Du warst einmal noch nah dran an Top 5. Ja, irgendwer war 5. aber. Ja, Stoff von Art war nochmal 5. Stimmt. Ja, guck. Gut, dass du die Plätze besser im Kopf hast. So, lass die Spiele beginnen. Ich bin schon wieder so nervös. Oh, Gott sei Dank habe ich alle Minustagesformen, habe ich keine Hoffnung. Wie hat Laporte so geschlafen, Tim? Hm. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht? Nee. Aber auch nicht so aber wahnsinnig gut, oder? Das ist jetzt Ansichtssache. Ich habe extra eine Blaskapelle vors Hotel gestellt. Wir haben alle Gehörschutz. Ach so. Das betrifft, sowas betrifft uns nicht. Dann haben die umsonst nicht gespielt. Nicht, dass sowas wie bei Mathieu bei der WM passiert, aber bei der EM genau. War das. Ja, ja, ja. In Australien. Ich würde sogar behaupten, der Pedersen hat selber gespielt mit der Blaskapelle. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war, noch, war wahrscheinlich ein ganzes Team, was jetzt völlig übermüdet ist. Ja, klar, mein Team ist komplett müde, die mussten den ganzen Instrumente spielen. Ja, ja. Das glaube ich dir sofort. Nur Pedersen nicht. Der durfte zu Hause bleiben. Aber der konnte ohne seine Teamkollegen nicht gut schlafen. Mein Steph Grass konnte ihm keine Geschichte vorlesen, das hat ihm nicht gefallen. Ja, genau. Nur noch eine Minute 30, ey, das ist ja verrückt. Ja, die Flucht hat diesmal keine Chance. Nee, das Interesse viel zu groß im Feld. Die habe ich nicht hergeschenkt. Der Prestige wie Roubaix hat man ja gehört. Also. Mhm. Oh, mein Yates ist schon fast weg. Ein Yates ist weg. Ja, fast. Und dann der erste Koppel hat schon mal fast ganzen Roten gefressen. Das ist natürlich hart. Minus 3 ist halt nichts zu machen. Willst du eigentlich damit deine Zuschauer pimpen auf deinem Twitch-Stream oder was ist der Plan? Ich glaube, ich färbe Laportes Europameister-Trikot bald pink. Das fuckt mich ab, dass ich den nicht immer direkt finde. Muss mal gucken, gleich geht die Streams halt hoch. Alle gehen so rein in den Stream gucken. Da gibt es aber Regeln, du darfst es nicht pink färben. Ich baue irgendein pinkes Element ein. Ja, das darfst du. Ich schreibe einfach ganz groß drauf, hier bin ich. Ich habe ja bei Ride auch was draufgeschrieben aufs Trikot. Von daher, kann man schon machen. Ich bin richtig, oder was? Was? Always right, oder was? Ich bin richtig, oder was? I'm always right, steht da. Ja, ja, guck, nicht so schlecht. Das ist geil. Fand ich lustig. Problem ist, wann holt man hier Wasser? Ja, Trau sagt immer Moment kurz vor der Passage. Und zwar bei jeder. Es muss sein. So, dass man dann mit einer Hand da über den Koppel fahren muss. Kurzzeitig. Das ist sehr hilfreich. Trau holt sich jedes Mal die Epo-Spritze dann ab. Der haut sich dann immer noch was rein, dass er mehr Ausdauer und Zähigkeit kriegt. Ja, dafür fährt er sehr schlecht, muss ich sagen. Ja, das stimmt natürlich. Wird harte 2 Sterne kommen. So, 10 Stück sind wir schon mal los. Bernal ist schon mal weg. Wir haben eine Spitzengruppe mit 108 Leuten. Sozusagen. Sagen. 108. Ausreißergruppe. Ich glaube, da wird ein Ausreißersieg. Safe.
Ah, eine Hölle ist das wirklich. Aber noch reißt es nicht. Na, scheiße, so reisen. Ist halt nicht schwer genug. Das ist, was ich von Anfang an gesagt habe, die Etappe ist nicht schwer genug. Ist es nicht, hier sind so 12 bis 10 Minuten noch wieder? Na, dann wird er auch kommen. Wenn ich gleich Einsatz bei 30 einstelle. Fürs Bergtrikot. Ich kann das nicht mehr. Bergtrikot ist halt wichtig. Das ist wirklich nicht ertragbar. Boah, lass du zweimal die Woche. Oh ja. Nee, naja, jetzt ist ja freiwillig nicht mit ihm. Jetzt 7 Tage die Woche. Na, ja, muss sagen, zu zweit. Zweit ist er meistens deutlich vernünftiger, als wenn alle dabei sind. Das stimmt. Und wenn er natürlich streamt, muss er natürlich auch noch entertainen. Kommt ja auch noch dazu. Bitte aber den richtigen besten, Pegel. Wenn der, am besten, wenn er sich gestern betrunken hat, hat es am meisten Spaß gemacht. Oh Mann. So, jetzt kommt könnte man das Tempo erhöhen hier. Jetzt kommt der schwierigste Abschnitt, meine Damen und Herren. Der längste und schwierigste. Ja, kann das Wasser bitte vorher noch bei Van Aert ankommen? Ich hoffe nicht. Carapaz ist weg? Nee, Chavez ist das, Schmorn. Ja, ja. Ah, hier wird die Etappe entschieden. Ich bin schon kurz erschrocken. Nee, der ist noch da. Tja. Ich hab's wieder mal verkackt. Ich kann einfach diese Rennen nicht. Das ist der Wahnsinn, wie schlecht ich da bin. Was hast du denn jetzt verkackt? Du bist doch noch voll vorne drin. Nö, gut, ich hab Pedersen halt noch, sonst habe ich keinen mehr. Reicht doch. Nee, es reicht nicht. Das ist Katastrophe. Guck dir mal an, wie viel Suomi vorne hat zum Beispiel. Alle. Alle 8 sind vorne. Ey, Wahnsinn, Suomi, das ist ja übelst krass. Alle 8 also, vorne. Die verpisst dich jetzt, aber... ja, die halten halt auch nicht alle durch, aber... Nee, aber die Situation ist ja übelst gut. Jetzt keinen Helfer mehr zu haben, ist halt einfach der Tod. Jetzt gehen wahrscheinlich die 4 Helfer. Ich habe 4 Leute auf einen Schlag verloren, weil einfach eine Gruppe irgendwie hinten rausgefallen ist. Und da waren die 4 dabei. Die haben noch komplett Balken gehabt. Einfach dumm. Trotz habe ich wieder einen vorne drin. Das ist wichtig, wichtig, wichtig. Aber meinen Plan kann ich schon mal nicht umsetzen. Hier das Rennen schwer machen. Aber das macht ja Saego schon. Wie sieht es bei den GC-Leuten aus? Thomas ist vorne. Thomas ist vorne? Ist Almeida nicht vorne? Nein. Jetzt ich sollte Almeida da mitfahren mit 68 Koppel. Jedes 20 Minuten raus, oder? Elmos ist vorne. Ist Laporte vorne? Mit 67 Kopfsteinen. Laporte ist nicht, ich finde ihn nicht, das ist ja das Europa-Ding. Doch, da ist er, oder? Ja, da ist er. Nee, ist er das? Ja, doch. Ich habe das flinke Element. Nein, gesehen. Vielleicht. Oh. Pullet wird auf GC bei mir gehen. So, Thomas ist an der dritten Stelle. Stark Thomas, Alter. Zweite Stelle. Für Thomas jetzt natürlich Weltklasse. Hier, guck dir das mal an. Alter. Madua ist auch noch da. Tim, wo bist du? Ja, jetzt kann man zusammenarbeiten. Gehen wir sind die gleiche Gruppe. Ich hole einen Pullet ein. Ja.
Bilbao ist auch wieder da. Ich schicke den auch mit rein. Problem ist halt, nee, jetzt wird, glaube ich, die Kuppe jetzt nicht schaffen. Minus 3 kickt. Ich habe minus 2. Da bin ich so zufrieden, wie es läuft. Ich bin echt mehr als zufrieden hier gerade. Oh, das ist bitter bei der Etappe, ja. Ja, aber guck mal, wie wenig Rückstand ich habe. Ja, ja, eben, ich sah ja. Das ist... Ich bin letztens mit 0-0 gegen Thomas gefahren, habe ich 2,5 Minuten hier verloren. Mhm. Jetzt habe ich minus 2. Ja, ich habe mich sofort nach hinten geholt dann. Weil ich doch Stolven habe, der reicht mir doch. Das liegt doch jetzt gar nicht am Helfer. Stolven fährt doch die ganze Zeit für den. Aber verlieren halt echt viel Zeit. Ist okay. Stolven ist okay. Hätte viel schlimmer kommen können. So, und jetzt geht's noch mit Etappensieg vorne. Stress aus. 22 Jungs. Wer macht's? Philipsen? Okay, das war zu erwarten. Komm on, zieh nochmal! Dritter. Okay, es geht einigermaßen. Basti, danke dir, dass du da durchgezogen hast. Du hast mich auf dem Bluten lassen können. Wie in Robé. Ja, stimmt. Keine Chance gegen Philipsen. Sehr stark, Philipsen. So, schau mal, wir kommen rein. Mit dem Tagesform. Ja, alles easy. Ich bin komplett glücklich. Wo ich Almeida. Die Minus 2 gesehen habe, habe ich gedacht, oh je. Ich verliere 6 Minuten. Stolven macht die Lücke zu. Ja, 2,30 oder 2,20 oder sowas, das geht wirklich. Ja. Für minus 2 Tagesform ist das gut. Jetzt mit 0 wäre ich, glaube sogar vorne reingekommen. 3,20. Krass. Keine Chance, Mann. Digga, und Thomas, verrät auch. Thomas die Tagesform? 0 hat er. Das war brutal. Wie kann das sein, dass 0, du mit deinen 4 Kopfsteinpflaster, also 2 Kopfsteinpflasterfahrer plus 2 GC-Fahrer 4 mal minus 3 hast? Das ist doch nicht machbar. Aber ihr habt es dafür richtig krass gut in Grenzen gehalten. Muss man echt sagen. Ja, noch 4 Minuten sein können. Ja, er ist aber hinter mir raus noch. Ja, er hat noch eine Minute mehr fast. Habe ich schon gesehen. Ja. Aber es geht. Der einzige Polit hätte die Etappe, glaube ich, gewinnen können, weil der war ja noch echt voll dabei, aber ich musste den da hinten holen. Egal, Bernal kommt doch. Ja, okay, Bernal ist halt kein Gegner. Oh, Schulz, der fährt gerade Richtung Green Bay. Was hat Thomas denn Kopfsteinpflaster? Das ist ja wirklich bärenstark. 73 mit Tagesform 75 heute. Oh, das ist halt. 11 Minuten auf GC, das war's. Jetzt kann ich wenigstens auf Bergtrikot gehen. Ja, damit ist es entschieden. Jente Biermanns fährt auf GC. 2 Minuten vor Fanart, also. Oh, 11 Minuten hat wirklich Hindley und Yates. Ja, kann ich auf Bergtrikot mit beiden gehen, mit Bilbao und mit Yates. Und Madouas hat wie viel Fortpol noch? Der muss ja auch vordere geblieben sein, oder? Und gleich. Vor Wood von Art 6 Minuten. Madouas bei 30 Sekunden geblieben. Teamwertung habe ich jetzt 3 Minuten Vorsprung. Die werde ich auch noch verlieren. Weil ich keine Bergfahrer habe. So, Super Blanche. Und weiter geht's. Da wird wieder einiges durcheinander gerüttelt. Wobei, so hart ist die, glaube ich, gar nicht. Der kleine Hügel da mit los. Jetzt muss ich komplett offensiv fahren. Boah, auf einmal das weiße Trikot bei der Tour de France tragen. Das ist jetzt. Komm, gib mir eine plus 3. Saquon Barkley geht zu den Eagles. Echt? Ja. Singletary zu den Giants. Aber die Eagles haben doch heute auch einen Running Back abgegeben, ne? Ja, DeAndre Swift. Ja, stimmt. Packers releasen Aaron Jones. Nein. Ja. Doch, der war aber auch gewusst. Nein, der wird zu den Jets gehen. Das hat man aber auch schon gewusst. Das ist ja
Doof, ey. Interessante Tagesform. Ich sehe nur 0 und Plus. Ja, ich sehe nur Minusform. Mann, ist das. Ja, Scheiß, gut, die haben ja George Jacobs geholt, oder? Das ist doch noch nicht weg. Ja. Ja, gut. Krass, dann releasen die Bakhtiari und Aaron Jones. Das ist schon heftig. 171 dürfte. Ihr dürft. Oh, was geht's hier eigentlich? Ein bisschen. Gucken wir mal. Hätte ja nicht gewusst, dass der GC schon nach 6 Etappen entschieden ist. Ist es doch nicht. Na doch. Was, es sind doch noch keine einzigen schon. Berge gewesen, Alter. Was laberst du? Für meine Fahrer schon. 11 Millionen sind weg. Wie war denn der Clip vorhin? Hat den jemand genommen? Was hat er erzählt? Dass wir ihn nie wiedersehen? Dass Madua, dass Madua gewinnt. Ja. Nee, nee. Irgendwas anderes hat er davon noch erzählt. Dass Madua gewonnen hat. Oh, nee, davor hat er noch irgendwas erzählt, wo ich dachte, die sollten mal klippen. Der hat erzählt, dass heute gar nichts passiert, irgendwie so. Achso, ja. Stimmt. Aber was hat er erzählt, dass aber es war, weil aber auch ohne Gehirn hinten halt nicht gefahren wird. Dass das halt keiner einsieht, dass vor allem auf der dritten Etappe, dass ein Van Aert einfach mal 8 Minuten fahren lässt, obwohl der im Gelb ist, ist halt extrem dumm. Hä? Hey, wo ist der denn 8 Minuten fahren lassen worden? Manchmal, du, ja. Er hat halt im Corridor halt gar nichts gemacht. Ja. Obwohl er in Gelb unterwegs ist. Nicht richtig, aber okay. Ah, nicht schlimm, wenn man keinen Punkt hat. Lass dich nicht ärgern, Sumi. Lass dich nicht ärgern. Ja, wenn es halt falsch ist. Ja, eben. Deswegen sage ich ja, gerade von sowas nicht ärgern lassen. Aber gut, er ist letzter, ist ja egal. Das ist auch nicht richtig. Sumi macht halt bestimmt sogar einen Sprung. Ja. Jetzt hier passiert. Spannend. Aber nicht so geplant. Ne, bei mir auch nicht. Wer fährt, warum wird denn eigentlich hier alles zugefahren die ganze Zeit? Was soll das denn hier? Eigentlich nicht die richtigen Leute in der Gruppe. Ja, aber dann setzt er doch in die Gruppe. Die Etappe ist kurz, wir sind ja gleich am Ziel. Ja, nur noch 150 Kilometer. Ducky, greif halt endlich an mit deinen zwei. Ich sehe die ganze Zeit davor fahren. Wenn sofort kommt, ja, bin ich hinterher. Ja, sie ja kaum. Boah, ist das eine Katastrophe. Klappt halt nicht, wenn jeder vorne eins ins Falken fährt. Geht halt aber nicht. Ganz keine Flucht. Es ist hart, dass Jonas mit seinen 8 Mann noch hinten raus ist. Boah. Also das Ding ist, ich war kurz unaufmerksam und ja, ich denke mir auch gerade, was geht hier ab. Ah, guck mal, wenn du nicht mehr rankommst, schicke ich dir den Yates nach hinten. Jetzt sieht die Ein Quatsch, komm. Problem ist, wenn das mit den Attacken so weitergeht, wird er jetzt nicht mal vor dir am Berg ankommen. Ich muss Einsatzbalken 50 fahren, sonst schaffe ich das nicht.
So, haben wir jetzt eine Gruppe? Hängt davon ab, ob Laporten nochmal nachfahren will oder nicht. Von mir aus schon. Die Gruppe werden wir auch nicht mal wiedersehen. Strom darf da Pedersen hast du hinten, Svevi, ne? Bitte? Pedersen hast du hinten, ne? Pedersen ist hinten. Ja, alles gut. Dann. Die Gruppe ist weg. Die Dunbar ist natürlich der Favorit vorne. Sondern dann Dunbar. Weißt du, wer da vorne fehlt? Der Madwas? Ich glaube, es wird keine einzige Fluchgruppe hier mehr gehen. Das wird Thomas verhindern, in der Madwas ist. Oh, naja. Er wird der Thomas also, ganz ja, zufahren kann alleine. Rein rechnerisch ist jetzt halt Thomas in Gelb. Also, wenn du die GC-Fahrer halt nimmst. Aber ich würde den Madwas nicht abschreiben. Bei der Etappe wird er jetzt nicht verlieren mit einer guten Tagesform, oder? Der hat doch ähnliche Werte wie Girschi, oder? Der braucht nur auf der Königsetappe eine plus 3 zu haben und Thomas eine minus 3, dann fährt er dem Thomas sogar weg. Es gibt halt 4, 5 Königsetappen hier bei der Tour. Ja. Also im Normalfall verliert Madwas heute das erste Mal Zeit. Nee, würde ich nicht brauchen. Doch. Hast du minus 3? Ja, dann ja. Ja, dann, okay. Ja, Thomas. Der wurde gerade geredet. Thomas, aber... Ja, du hast Thomas. Ah. Ja. Nee, aber im Normalfall verliert er heute Zeit, weil gerade raus ist mega steil und dann sind die Zeitabstände immer schnell da. Ich glaube nicht. Wie viel Zeit verliert er? Minuten oder Sekunden? Nicht viel. Stunden. Weil wenn er es gut macht, nicht viel. Ja, Stunden ist für Yates. Yates verliert Stunden. Auch heute ja, mit einer minus 3, klar. Geil ist, dass mein Sprinter in der Gesamtwertung sogar vor Uran ist. Irgendwas läuft doch hier komplett gewaltig schief. Da haben wir schon mal eine höhere Bergwertung mit 2 Punkten. Stimmt. Ja, am Ende gibt es 10. Die holt dann wieder ein GC-Typ. Was macht Corbin Strong hier? Wann wird er angreifen? Ich bin langsam nervös, der Puls steigt. Jetzt 10 Punkte holt Zimmermann. Zimmermann? Mal gucken. Baum sagt nein. Okay. Was hat denn von Edfeld schon wer? Oh, Slevi, das ist von Edfeld, aber auch eine schöne Aufwertung, glaube ich, ne? Zur nächsten Saison. Ja, hoffe ich. Sollte auf jeden Fall da 2 Zähler oder so dazu kriegen, dann ist der schon echt gut brauchbar. Ja. Ja. Aber schön abwechslungsreiche Etappen. Das wird ja noch richtig spannend hinterher. Ja, ich finde es auch ganz gut, wie das jetzt hier auch fahren gelassen wird wieder. Das läuft wieder echt gut. Thank you.
Mal eine ganz kurze Frage. Die letzte Etappe, ist das eine Sprint-Etappe? Heute oder in der gesamten Woche? Heute ist die letzte Etappe, wahrscheinlich die Königsetappe der Tour oder mit einer der Königsetappen der Tour. Ah, okay. Lohnt sich also nicht, früher ins Bett zu gehen heute. Sofort durchschaut. Nee, ich muss jemanden nämlich vom Bahnhof abholen, deshalb. Der kann warten. Nur Verspätung. Das ist kein Problem. Wenn er früher eigentlich würde auch früher gehen, aber als ich wusste, dass das die letzte ist, scheiße. Vielleicht spielen wir noch eine Madden danach. Nein, ich muss um 3 Uhr arbeiten. Er geht 11 ins Bett mit Tim. 3 Uhr nachts? Ja. Haben wir geschrieben, ja. Was macht man denn da? 3 Uhr nachts architektonisch? Tim wollte unbedingt noch eine Madden-Lektion. Ich arbeite ja beim Start, beim Bauamt. Du war um 1 Uhr fertig. Ja, stimmt, okay. Am Morgen früh 2 Stunden gelabert. Was haben wir denn gelabert die ganze Zeit? Gibt's doch gar nicht. 2 Stunden kann man doch gar nicht labern. Es geht so schnell. Wir labert nicht gezockt, oder was? Nee, ja, am Anfang haben wir gezockt, aber die letzten 2 Stunden haben wir nur gelabert. Ja, stimmt. Ja, du weißt, was passiert. Oh, bin ich gut gefahren, ja, und du, und ah, das war aber ärgerlich, und ach, hätte ich noch mehr machen können. Gestern. Und dann, ah, lass mal die Statistiken gucken. Und hier, oh, der wird geil. Oh nein. Ja, ich habe ihm die Statistik gezeigt, wie oft er bei Grand Tour und Monumenten in die Top 3 gefahren ist und wie oft ich. Da siehst du mal den Unterschied. Ist dir trotzdem gefreut. Ist ja nicht weit weg. Sag mal, das ist Etappe 5 jetzt, ne? Kommt voll durcheinander. 1, 2, 3. Ein Drittel der Tour um. Wieso hat Laporte so viel Kraft? Hier ist die 6. Ja. Die 6. schon? Ja, das hier ist die 6. Und danach noch 2. Die Bergfahrer nach vorne. Der Corbin weiß, dass Sprintpunkte sind. Ja, darum geht es ihm ja. Der Buchmann hat damals, als ihr alle dachte, der hat Roadbook nicht gelesen, die Gesamtwertung gewonnen. Vielleicht könnte es der Corbin auch. Ich drücke die Daumen. Aber du konntest echt nicht die Dings lesen. Nein, ich wollte da draus holen. Ich weiß, aber alle dachten so, boah, der wollte Punkte holen. Und dann war so, oh scheiße, der ist weg. Ich habe meine Plus-3-Tagesform den Tag genutzt, habe Abfahrt. Zeit rausgeholt. Das war schon geil, wie jeder Mann von dachte, du würdest noch Punkte springen. Fand das geil. Nur, dass die Punkte nie Gespräch waren. Tim, lass mich ran, der Meter war positional. Nee. Wie ist der dann hinten rausgeflogen? Weil ich gerade vorne konzentriert war und einen Einsatz zu niedrig hatte. Das ist natürlich schlecht. Gerade kurz da noch zusätzlich auf mein Handy geschaut, das war alles eine schlechte Kombi. Muss sich halt für etwas entscheiden. Was haben wir denn hier für ein Fenster? Für den Bus hinten? Ah, eine Stunde. Nee. 15 Minuten, aber sicher.
Also mindestens zwischen 40 und 50 Minuten. Was hat eigentlich dieser Hirt geleistet in der Realität, dass er so krasse Regeneration hat, aber alle anderen werden so schlecht im Verhältnis? Ich glaube, weil das ziemlich lange ein ziemlich guter Helfer war. Und der ist halt auch voll oft ausgelassen. Der war auch letztens bei der, was die Tour auf Oman? Oder bei irgendeiner Rundfahrt war der gut. Wer? Und warum hat der so viel Regeneration? Hirt. Ach ja, hat irgendwas ja, sogar gewonnen. An irgendeiner Bergankunft, da war irgendwas. Ja, aber die Regeneration verstehe ich nicht. War den immer gut. Fähigkeit 65? Der hat ganz coole Werte, finde ich. Der ist auch gut. Also ich fand den auch im Relive immer voll gut. Viele Werte sind auch deswegen so komisch, weil die Tagesform ja mit berücksichtigt werden muss. Und Hirt ist ein typischer Fahrer, der an guten Tagen vorne mitfahren kann und an schlechten Tagen ist der komplett chancenlos. Und der Zähigkeitswert macht es ja dann unmöglich, auch im Spiel mit dem bei einem schlechten Tag oder auch bei einem mittelmäßigen Tag ist es mit dem trotzdem schwer. Die Taktik aber nur gerade nicht von der, was du machst. Spaß haben heute. Versuch mal es. Soll ich dir einen Buchmann schenken? Kannst du wenigstens ein bisschen Spaß haben. Würde mich freuen, wenn er mir hilft, ja. Oh, Mann. Oh, und Philips nimmt noch auf. Ja, der hat Laporte geblockt, der Idiot Philips, ne? Finde ich gut. Sollte nur kurz Wasser holen, dann steht der Philips im Weg, der Sick. Fand ich jetzt nicht schlecht. Ja, wie viel Rückstand hat das Feld aktuell? 4 Minuten 30. Steht links oben. Ja, bei mir nicht, ich habe kein Feld mehr. Ach so, okay, dann tut's mir leid. Nee, wie wollt ihr dich gerade insgeheim verhöhnen? Ich dachte, dumme Fragen kriegen dumme Antworten, aber wenn er keine Feld hat, kann er nicht wissen. Da bin ich gewohnt.
Ich finde es erstaunlich, dass Caleb U noch fast voll ist. Ja. Obwohl er nur eine Null hat. Und beschützt. Mein Gott, ist das jetzt ein Geschwindigkeit. Immer begehen halt Leute schon wieder Suizid. So, jetzt geht's gleich rein in den gefürchteten Berg. Sehr gefürchtet. Aber der Jäger hat einen Führerzug vor sich. Sind da fünf Leute von dir? Nee. Gar nicht erlaubt, oder? Der Bob Jungels macht gerade nur Führungsarbeit. Und der Oran fährt dahinter. Nur Führungsarbeit. Und das ist erlaubt. Erst gucken, dann reden. Na gut. Lass aus, sorry. Kommen die vorne jetzt durch, oder was? Ja, die sollten weg sein. Der Berg ist nicht hart genug. Ich habe alles dafür, dass es nicht so ist. Ja, wurde halt wieder hinten geschlafen. Na gut. Sand wieder ab, so wie es aussieht. Wahnsinn, ey. Damit geht mein Plan nicht so ganz auf. Jetzt holt ja Zeit raus auf die Konkurrenz. Auch nicht schlecht. Oh, bricht noch ein. Nö. Krass, krass, krass. Dunbar bricht noch ein. Damit erobert Hake jetzt auch das Bergtrikot. Stark gemacht. Und Yates richtig gut auch, holt Zeit aus, also saustark auch Yates. Wobei er sogar auf Bilbao noch verliert. Ne, Bilbao ist Kapitän. Wieso das denn? Weil Yates eingebrochen. Ne, Bilbao ist der stärkere Fahrer. Yates hatte minus 3. Ah, da gibt's eine kleine Lücke zu Thomas. Ich bin abgeprallt an Paulus. Das können es 5-6 Sekunden geben, vielleicht. Und jetzt hat er minus 3 und Bilbao hat plus 1. Um Yoshi jetzt unter die ersten 3 kommen. Ah, das gibt ganz sicher eine Lösung. Das Gefühl. Also das. Immerhin die ersten Punkte für Damen mit Pello Bilbao. Immerhin. Und guck mal, ich hatte gesagt, der Bus kommt bei einer Stunde. 55 Minuten. Hm? Er ist nicht mehr im Auto. So schön Berg drin. Aber Meus ist das weiße Trikot weg. Na ja, gut, der hat ja auch keinen einzigen Berg da fährt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Ausreißer durchkommen, ehrlich gesagt.
Schade, sind die Etappe gewonnen. Ach, guck mal, hier ist sie schon Zweiter. 10 Sekunden, Tim, nicht schlecht. Ne? Ja, ja, bin ich zufrieden auf der Etappe. Da muss ich aber. Was hat denn hier der Dings gemacht? Der Maduas, wo ist er denn? Eine Minute verloren. Ja, ja, das geht ganz schnell. Eine Minute ist jetzt nicht viel. Doch, für die Etappe ist es viel. Okay. Apum, ich hab das eine, warte, ich beschrift es ja noch. Heute kommt keine Sprint-Etappe mehr, ne? Ne. Die und dann die Königsetappe noch, ne? Dann, genau, danach kommt die zum Col du Granon. Ich finde die Bergwerk der mit 1 und 2 Punkten echt traurig. Wir haben heute ja gar nicht mehr das Zeitfahren, nur das ist ja nächste Woche. Ich warte die ganze Zeit auf das zweite Zeitfahren. Das ist vielleicht vorletzte Etappe. Ja. Da, wo Vingegaard beinahe noch gebrettert wäre. Verstehe ich bis heute nicht, warum der das so ernst gefahren ist. War das nicht das, wo die Hälfte irgendwie das Rad gewechselt hat? Nee, das war letztes Jahr. Ach du Heilige, die Tagesformen werden immer schlimmer. Ist das Flachetappe oder Hügel gekennzeichnet? Hügel. Kannst du den Hauptmann angreifen. 177,7. So peinlich wird die Tagesform annähert. Oh. Oh, das ist so peinlich. Wann wird man? Ich glaube, du darfst. Bis Sprinter. Kevin dich. Warum, Rocco? Warum gehst du? Achso, der hat schon 20 Minuten. Oha. Ich weiß ja nicht, 20 Leute wollte er rausschicken. Wird sich nach dem Sprint-Trikot sowieso auflösen, glaube ich. Ja. Deswegen, also ich werde zwar nicht arbeiten bis zum Sprint-Trikot, ich werde dann danach das Zepter übernehmen. Ja. Lade mich ein bisschen auf und dann arbeite ich, obwohl Kampenauts kommt schon. Und dann bin ich aber nach der Sprintwertung bin ich überhaupt raus. Hat vorne noch jemand Interesse für nach der Sprintwertung? Rocco, du auf jeden Fall, oder? Nach dem, was du da reingeschickt hast. Ich schaue mir dann das mal an, ja, wie es da so aussieht, und dann entscheide ich. Ich würde auch gerne noch mitfahren. Okay. Ja, sehr gut. Also es lohnt sich quasi auch ein bisschen zu fahren.
Levi, du jagst gerade mit Keulen hinterher? Das ist richtig so. Ja, der hat null Sprintpunkte, das normale Ebenenfeuerer für mich mittlerweile. Achso, okay. Frage ist aber, warum hältst du hinterher? Weil ich keinen Bock habe, ich gucke mir das mal an und eventuell bleibt die Gruppe bestehen. Ich will da eventuell auch nochmal rein nachher. Achso. Weil es bringt nichts, wenn 20 Leute sagen 10, ich habe keinen Bock mehr und die anderen 10, die vorne bleiben, 4 Minuten. So, oh, müssen Sie die Sprintwertung dann auch den Berg machen? Ich finde es cool, wenn die irgendwie so zwischen dem dritte und vierte Kategorie Berg wäre, also zwischen dem zweiten. Da müssen wir auch richtig drum fahren. Ja. So ist es halt einfach wieder so, ja. Aber ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass. Also, es soll ja schon für die Sprinter auch sein, eigentlich, die Wertung. Ja, aber sagen wir mal so, also so ein Mats Pedersen, wenn der jetzt wählte, der könnte das schon holen, dann auch dort noch. Bernie Jakobsen hat natürlich keine Chance. Ich finde schon ganz cool, wenn auch ein bisschen geraced werden muss, aber man hat ja immer initiiert den Berg davor. Ja. Da heizt Kevin nicht ordentlich drüber. Der braucht noch irgendwie eine Etappensieg. Wird noch schwierig mit dem. Heute wird's nix. Tim, du willst ja mit dem unbedingt einen Etappensieg holen. Mm. Früher, so beim ersten Giro oder so, da wäre die Etappe ultimative GC-Etappe gewesen bei uns. Ja, ja. Da ist es so geknallt, mittlerweile sind ja mittlerweile alle vernünftig geworden. Mhm. Sag's nicht zu früh. Politik zieht gleich an. Das haben wir gesehen in der Dauphiné, wo die flache Etappe. Ja, ja, gut. Ja, gut, aber. Aber das war trotzdem geil. Hier hätte es jetzt einfach früher ein Ausscheidungsfahren gegeben, also an den Hügeln. Da wäre jedes Mal vor das Rohr hochgefahren worden. Ja. Man ja ändern. Wollt ihr das haben? Ich find's halt gut, wenn wir realistisches Racing haben. Das ist halt auf den Etappen auch so. Also ich finde es halt immer lame, wenn auf so Mittelgebirgsetappen dann irgendwie so richtig viel im GC passiert. Man ist ja in der Realität auch selten. Also mit dem Profil wird in der Realität einfach die Flucht wahrscheinlich durchkommen und fertig wäre. Ich glaube, in der Realität kam auch hier auch die Flucht durch, oder? Sieht auf jeden Fall so aus, ja. Ich glaube nicht. Nicht? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, die Etappe hätte Van Aert gewonnen. Van Aert? Oder Matthews? Okay. Kann mich aber auch irren. Ich guck mal nach. Ja gut, es ist erste Woche, deswegen, ja, okay. Deswegen könnte es sein, dass noch alle drum fahren, ja. Wout van Aert hat die gewonnen, ja. Wer hat gewonnen, die Wertung? Warte. Philipsen, Meus, Pedersen. Wout so, also wir fahren weiter vorne. Vor Matthews, vor Pogi. Das war ein echt hier so. Okay. Na gut, wieder was gelernt. Nicht mehr so im Kopf.
Was ihr da vorne für diese Wertung macht, ist echt verrückt. Pure Leidenschaft. Das ist pure Leidenschaft. Wir haben schon einen ganzen Punkt gewonnen. Ja. Nein. Ja, das muss man sich zusammenklauben da. Das ist nicht so leicht. Zusammenkratzen. Genau. So. Wird leider nichts mit Cavendish heute. Vielleicht nächste Woche. Habt ihr mitbekommen, was Cavendish und Mirkov bei Tirreno passiert ist? Die sind aus dem Zeitlimit, ne? Die sind auf einer Flachetappe, wo es einen Mini-Hügel gab, 8 Minuten zu spät angekommen. Ja. Cavendish und Mirkov sind beide auch absolut nicht in Form. Also die müssen sich noch ordentlich strecken. Ich würde sagen, nicht nur, dass die nicht in Form sind, die sind im Moment nicht in der Lage, Radrennen zu fahren. Ja, das ist halt echt schwierig. Also ich glaube, das hat jetzt einfach zugeschlagen.
Ja, aber ich sag mal so, was musst du doch auch im Training merken, dass wenn du, also wenn du auf einer Flachetappe, wo es wirklich einfach nur geradeaus geht und dann halt einmal ganz kurz hoch, wenn du dann nicht in der Lage bist, zumindest in der Karenzzeit anzukommen, dann ist es halt einfach vorbei. Ja, ich hoffe, also halt, ich hoffe, dass bei Cavendish halt nicht wieder die Krankheit ist, die er hatte. Das war ja schon mal so. Dass er. Ich weiß es nicht mehr, wie es genau hieß. Man dachte, Pfeiffer ist Drüsenfieber, es war aber dann was anderes. Okay. Und da ging es ihm ganz, ganz schlecht. Er war ja dann auch super depressiv und er war ja selbstmordgefährdet. Ja, aber dann sollte er nicht fahren. Ja, und dann haben sie aber rausgefunden, was er hat. Und dann ist er ja plötzlich wieder so gut gewesen. Und ich hoffe nicht, dass es dir jetzt wieder so geht. Jetzt höre ich zum ersten Mal die Geschichte. Ja, muss man die Cavendish-Doku gucken. Da wird natürlich das auch beleuchtet. Ah, ja. Da wird das sehr, sehr gut beleuchtet, wie schlecht ihm es da ging und wie seine Frau für ihn da war und alles. Das war schon ernst. Und man dachte da so, der ist halt einfach nicht mehr gut und der sollte eigentlich aufhören. Und wieso ist der so schlecht? Der wird bei jedem Berg abgehängt, sofort. Und dann hat man rausgefunden, warum. Ich hoffe nicht, dass es jetzt wieder so ist. Ja, das ist natürlich ein Hammer, wenn das so wäre. Ja, dann musst du Karriere beenden. Dann, das ist jetzt vorbei, dann, wenn es jetzt wieder so ist. Er ist ja im guten Alter, wo er es beenden kann. Eben, und der hat ja wirklich für sein Kaliber, hat er ja alles gewonnen. Also, es fehlt ihm halt noch ein einziger Etappensieg bei der Tour. Das wäre halt schon nice. Weltmeisterbutter auch, ne? Weltmeisterbutter auch, oder? Ja. Ja. Ich finde es krass, der wurde sogar vor 2 Jahren irgendwie Straßenmeister in Großbritannien, gell? Ja, ja. Mhm. Ja. Das fand ich sehr, also sehr überraschend. Ja. Weil ich finde, mit Cavendish verbindet man viel, aber jetzt nicht das Talent zu racen. Also. Hm. Er hat ja sogar Zeit, hier mitzuspielen für uns. Ja. Dann kann Philipp mal zeigen, wie man Sprints fährt. Dann muss man mein Team betreuen. Ich muss meine Siege. Ich habe zwar einen Sprintertrieb, aber die Siege hole ich irgendwie anders. Auch geil. Ja, ja, Hauptsache also, du holst. Schöne Dialoge dann mit Gamer Grider auch. Ja. Schön auf Englisch. Ja. Da muss Levin ganz viel piepsen immer. Oh Gott, ja. Sehr lustig, ja. Jetzt wird's aber eng. Ich finde es immer so geil, die Animation, wenn die sich strecken und den Rücken so hin und her und das Trikot so lang ziehen. Das finde ich nice. Wird Kevin Dish halt letzter? Fällt er halt aus dem Zeitlimit? Ja, ich hoffe nicht. Ah? Grenzübergang? Stimmt. Schweiz? Ob er das denn jetzt erkannt? Ja, kommt gleich. Wer was für Hirsch? Schild sieht man da nicht mehr deutlich. Jetzt, das Hauptfeld fährt jetzt durch. Single fährt jetzt gleich durch, ja, und das Hauptfeld. Und wir fahren jetzt in die Schweiz rein. Genau. Ja. Ja, hat Hirsch ja schon verhaftet. Hat Hirsch ja quasi schon gewonnen. Und da war auch das war die Ziellinie für Hirschi. Also Cavendish fährt noch in Frankreich. Mein Gott, jetzt lass du mal hinten hier mal ein bisschen Gruppetto auf. Demar wartet auf ihn, das finde ich kollegial. Ja, ich denke auch. Was dann, ne? Was dann fahren wir dann? 40? Dann können wir ab sofort bei jedem Ortsschild Sprints austragen. Ich weiß nicht, ob wir dann noch nach hinten gucken. Gerade du mit deinen Nerven auch. Ja, nee, das müssen wir nicht machen.
Ich schicke jetzt mal Kaspar von Uden nach hinten. Vielleicht können die einem ein bisschen was über Sprint erzählen. Generationswechsel, ne? Ja. Was hat denn? Dauert ja noch. Was fährst du denn? Ich hatte jetzt auf 40 Kevin eingestellt. Ich bin 55. Ja. Okay. Sieht es denn vorne aus mit den Leuten, die ihr noch habt zum Arbeiten? Ja, wäre schon gut, wenn da noch zwei, drei mitmachen würden, ehrlich gesagt. Ja, ich würde ganz Dolphin über die Kuppe kriegen, weil der hilft uns richtig viel halt. Ja, ja. Was Dolphin Punkt kriegen? Also ich conteste den. Ich habe kein Interesse am Bergtrikot, du musst halt gegen Basti kämpfen. Schätze ich mal. Naja, an dem einen Punkt habe ich auch kein Interesse. Okay. Ja gut, dann Levi, fährst du drüber einfach. Weil, also wenn Stolfen mit drüber kommt, der kann die ganze Abfahrt und danach wahrscheinlich nochmal 15 Kilometer treten. Das ist top. Der muss halt, aber ich nehme den dann jetzt kurz raus, aus der Führung, dass der drüber kommt. Dann kann Levi drüber fahren, kriegt er die Punkte oder den Punkt. Ja, dann ist das jetzt nicht ganz so schnell über den Berg. Also ich weiß natürlich nicht, was Rocco uns so macht. Vielleicht will ja jemand den Berg machen, das weiß ich natürlich nicht, aber ich will auf jeden Fall nicht. Ich hab dir nicht getraut, die waren zu nah dran, Maika. Ja, man weiß es nicht, wenn er mal kurz zuckt. Dieses Misstrauen hier. Ja. Hat keiner geredet von denen da. Ja, eben, deswegen, es hat keiner versprochen, von daher wäre ich wahrscheinlich auch gemacht. Ah, Rock hat geschrieben, kein Interesse. Ah, okay, das konnte ich nicht lesen, ich war in voller Spannung. Gelesen. Für den einen Punkt. So, hinten fährt jetzt St. Pauli. Bernal muss arbeiten. Das wird noch knapp. Meinst du? Also ich gebe jetzt mit Steinhauser alles für euch. Das reicht. Ich weiß nicht, ob hinten die Manpower wirklich noch so extrem da ist. Ja, ich glaube, weiß ich nicht. Ich glaube, man verliert so, da schon jetzt auch kommt's, jetzt macht, jetzt kann aber Stoyev noch eine ganze Weile treten. Nein, Almeida, du holst kein Wasser, du Vollidiot. Geh mal Wasser holen. Nee, das macht Sinn. Jetzt hat Gamer Grinder noch. Ja, aber Gamer Grinder hat jetzt, ja, hat die drei Leute, aber ewig können die auch nicht. Rocco, was ist denn deine Mission hier eigentlich? Willst du noch einen zweiten reinschicken? Mit Lennart Kemner, der ist ganz richtig. Ah, der hat auch noch einen drin, okay. Levin müsste mal einen reinschauen, aber der ist wahrscheinlich platt, wa? Nee, der kann schon noch, aber ich lasse jetzt erstmal Sylvain arbeiten. Lass den ruhig fahren. Der kann ja, also kann ich ewig, aber der kann. Der braucht ab und zu mal eine kurze Schnaufpause, oder? Die kann ich ganz einfach. Ja, also theoretisch ist ergonomisch, klar, aber. Aber Steinhauser ist bei mir Geschichte. Haut gerade rot ab. Coolset bei der Tugas auch wild. Ja, aber coole Nominierung. Ja, klar. War mehr positiv als negativ gemeint. Ja. Ich glaube, bei mir, Shiro sind bei mir auch JSN gefahren. Nicht JSN. JHS. Das war jetzt schon wieder zu viel für mich. Football und Giro, die kombinieren. Football und Giro. Also ist ja wirklich schlimm. Football und PCM, die Mischung, die ist bekommt man nicht. Ja. Johannes Dorn in Mitte meinte ich auf jeden Fall. Das ist bei mir auch ein Giro gefahren. Ich auch. Und ich glaube, Lamperti ist so. Ich weiß nicht, Lamperti ist. Ich weiß gar nicht. Oh, jetzt fährt hier Dingsbums noch. Lower Heroes. Und Saeco. Ja, jetzt wird's eng.
Das wird eng. Da wird nichts. Ja, lass mal weiterfahren. Steuern kann nicht mehr lang, aber dann kommt auch noch Tibonis, der kann auch noch. Also die hinten müssen sich zumindest schön verheizen. Das ist ja auch immer ein Teilerfolg. Ja, Spazierung wird's nicht. Ne. Steuern kriegt jetzt noch sein Gehe. Kann der noch 2 Führungen machen. Oder eine, und dann kommt Nüss. Dann müssen die hinten schon richtig reinstiefeln. Gott Nielsen. Ist auch sehr wichtig für die Gruppe, der macht auch extrem viel. Es ist aber auch eine starke Gruppe, wenn man da mal die Namen durchgeht. Die würde man in echt nie im Leben zurückholen. Ne, allein im Laport. Ja, die würde man so auch, wahrscheinlich würde die Konstellation nee, so das gar nicht fahren lassen. Ja. Boah, leckt's hier. Bei der Grafik legen wir die Verbindung, ist für mich gut. Ja, ja, also ich, nicht hier delay-mäßig, sondern FPS-mäßig, meine ich. Don Garcia, Cordina und Oliveira. Mancicone. Alter, Laporte. Das habe ich komplett verkackt. Glückwunsch. Scheiße. Mann, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Und hinten auch was passiert? Okay, der Viewer hat Zeit verloren. Ah. Maduas kommt jetzt ins Ziel. Ja, Maduas bei der Etappe ist ja easy. So, endlich mal hier Etappensieg. Laporte. Ja. Und ist immerhin noch Dritter. Ist viel investiert für das, was am Ende rauskommt, Mann. Ah, du warst mit Mats Petersen vorne. Ja. Ja, das habe ich, hab ich gar nicht gesehen. Ja, deswegen habe ich ja so viel investiert, dann auch mit meinen Leuten, die ich dabei hatte. Und am Ende habe ich. Ja, Laporte hatte halt bis Ende, bis zum Schluss Tibonis. Ja, ich hatte bis zum Schluss Ride. Aber ja, okay, aber Tibonis ist halt komplett den Sprint, also der ist wirklich bis 300 Meter. Ja, ich habe das dann auch versucht. Aber ich bin die letzten 2 Kilometer bin ich einfach zu krass gefahren. Die hätte ich früher vielleicht anfangen können. Aber dafür nicht so heftig. Ganz kurz, ich muss jetzt los zum Bahnhof. Wenn ich jetzt rausgehe, kann ich dann nächste Woche trotzdem weiterfahren. Ja, ja. Aber geh am besten, also wart bis du in der Lobby bist und dann alt F4 am besten. Also nicht irgendwie verlassen oder so, das geht dann ja, weil sonst, genau. Wenn du falsch den Knopf drückst, bist du weg vom Fenster. Ja. Ja. Okay, also sobald ich in der Lobby bin, drücke ich alt F4. Genau. Okay, alles klar. Da wird Madua jetzt das gelbe Trikot verlieren, aber der hat 2 Etappensiege, das reicht. Dann bis nächste Woche. Ciao. Ja, ciao. Thomas auch noch Sekunden geholt. Das ist ja bodenlos. Aber ich wusste, dass es auf der Etappe geht. Ja, ich hab, mir war Laporte wichtiger, der Sieg, die 13 Sekunden oder 16. Dann kann ja quasi Hirschi jetzt das gelbe Trikot übernehmen irgendwie. So. Er hat die KI jetzt weiter für Maduas? Ja. Ach, du Scheiße.
Warum nicht? Vielleicht. Tja. Okay. Dann brauche ich eine plus 8. Noch letzte Etappe für heute. Also ich sollte jetzt zumindest gerade vor dem Sprint angreifen. Das macht jetzt wieder überhaupt keinen Sinn. Ja, vermutlich. Besten wäre es natürlich, wenn einfach die vom Sprint raus attackieren, aber. Das sind ja nur 20 Kilometer. Ja, gut, dann. Jetzt hat noch nicht eine positive Tagesform. Aber bin froh, wenn das Ding durch ist. Ich bescheiß mich auch im Schlaf. Hier ist ich schon die vierte plus drei. Unglaublich. So, Almeida, wie bist du rausgekommen? Das werden wir am Berg sehen, da werden die Beine sprechen. Ah, du hast... Da freue ich mich schon auf euer Duell. Ich schaue mir das von hinten an. Ja, aber du kannst richtig schön mit der Kamera draufbleiben. Ja. Wie gesagt, ich glaube, Fluchtgruppe kann man vergessen heute. Also bis zum Sprint zumindest. Heute. Ja, danach bin ich friedlich. Ja, dann fahrt einfach mit einem konstanten Einsatz zu. Oder Pumi macht das jetzt einfach alle Pedal und nimmt euch alle hops. Ah, nice. Aber es ist gut, dass wir es einfach so angesagt haben mit der Fluchtgruppe. Ja. Oh, zu spät. Wer war da jetzt vorne? Pedersen. Oder Swarm. Ich weiß gar nicht, wer von euch beiden vorne war. Also ich auf jeden Fall nicht. Tim? Ich habe jetzt nicht keine Chance, jetzt irgendwas zu machen. Muss mich konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren. Ich kann nicht ja, immer die Wertung. Das geht nicht. In der lächerlichen Ebene hier, jetzt musst du dich konzentrieren. Ja. Es entscheidet sich wirklich mit den Umständen schon sehr viel. Okay. Hängt halt mal aus, oder was? Nein. Ah. Alfest. Eigentlich Einsatz auf 40 oder so, um fürs dran zu bleiben, Kraft zu sparen. Nein. Mach halt was ganz anderes. Zumindest probiere ich's. Pokerst du gerade nebenbei und machst ab?
dicken Grager. Warum fährt jetzt Sumi, Sumi eigentlich Vollgas? Ja, wahrscheinlich die Flucht. Okay. Okay, okay, okay. Alle nur zu Interesse, wo sieht man das denn, wenn eine Zwischenwertung gewonnen hat? Sieht theoretisch jeder, aber es geht darum, dass ich als Host das quasi mache, weil das dann sicherer ist, also weil es dann halt stimmt. Achso. Bei euch stimmt es nicht, das ist das Problem. Ah ja, alles klar. Okay, was macht Levi jetzt? Wieso fährt Levi jetzt Vollgas? Oh mein Gott. Ich Höhe dran haben will. Na, dann klappt doch an. Ja, aber dann attackier doch. Na, wenn er hinten im Feld ist, kann ich nicht attackieren. Hm. Hätte es ja, wäre nicht genügend Zeit gewesen, dich zu positionieren. Nee, ging nicht. Ein Dreierzug, wann darf man denn, Levi? Wie bitte? Er fährt ja vorne, deswegen darf er. Ach so. Okay. Das ist ja die Definition von vorne, was er da macht. Uiuiui. Da wird was vorbereitet. Die Gruppe sehen wir auch nie wieder. Aha. Baby, was hast du? Oh, ich fahr keinen Schritt mehr. Viel Spaß. Dann halt an. Also, mach ich. Viel Spaß, fahr du. Natürlich fahr ich. Lieben gern. Deswegen bin ich vorne, um zu fahren. Laporte, das ist doch Teamgeist. Gestern gewonnen, jetzt stellt er sich in den Dienst der Mannschaft. Senkt. Ich habe gedacht, ich habe eine Chance auf einen Bergwertungspunkt. Wird schwierig. Ich conteste die zweite Kategorie nicht. Nee, die zweite. Aber die erste und die andere Kategorie. Wie nehmen Sie mit? Macht ernst. Ich hätte halt gerne mal auf einer Etappe eine positive Tagesform. Warum steht neben Manuas immer noch Rocco? Ist das so? Wenn man ja, steht immer. Nein, so. Was macht er? Danke. Der Maike hat Tschüss gesagt. So, Leute, wenn wir jetzt vorne zusammenarbeiten, kommen wir weiter. Alter, was hat er denn gemacht? Ich bin so dumm, ich habe irgendwas Falsches eingestellt. Meine Güte. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist ja nicht zu fassen.
Zieht durch, Jungs. Philipp, darf ich fragen, warum du nachfährst? Ja, weil ich nach der Etappe gerne das gelbe Trikot hätte. Achso. Er will in Gelb schlafen. Ich wollte auch, aber das ist weit weg. Ich schlafe auch nicht in Grün, nicht in gepunktet. Und es geht nur nicht um den Etappensieg oder so, aber ich muss ja so ein bisschen Laporte im Auge behalten, glaube ich. Ich bin jetzt nicht ganz verguckt, glaube ich. Für die Punktewertung? Nee, für danach in Gelb. Laporte fährt doch die ganze Zeit im Wind. Ich glaube, Laporte kommt nicht unter die Top 50. Ja, Laporte kommt nicht über den Telegraph. Mhm. Da musst du dir gar keine Sorgen machen. Ja. Nee, ich gehe davon aus, dass, dass Tim nach dem HC-Berg noch einen Helfer dabei haben will. Und das wird Uitebroek sein. Das ist, glaube ich, der Plan. Uitebroek soll ich die Bergwertung holen und dann auch helfen. Und dann kann er noch helfen. Alter, genau, das ist der Plan. Jetzt nicht so schwer zu durchleuchten. Rotato hat schon Feierabend heute. Caleb Yoon ist noch voll fit. Der macht mich richtig stolz in letzter Zeit. Der hat den Kampf für sich entdeckt, die Leidenschaft. Wahnsinn. Das brauchen wir bei mir im Team. Oh, Laporte ist schon weg, siehste. Hab ich doch gesagt, dass der keinerlei Gefahr darstellt. Tja, das wird heftig. Schauen wir mal, wie lange man da dabei bleiben kann. Wenn jetzt natürlich die Leute von Tim vorne noch eine gute Tagesform haben, dann wird das richtig heftig. Werde ich nicht lang mitfahren können. In dem Bus da. Hast du ja auch kein Ticket gekauft für den Bus. Doch. Nicht, dass ich wüsste. Ich bin doch gar kein Konkurrent von dir. Du kannst mich noch mitfahren lassen. Weiß ich nicht, ob du nicht mein Konkurrent bist. Ich gehe auch immer mal kurz in die Führung, wenn die Bergwertung kurz ist. Und genau, das ich denke ich mir nämlich. Genau so ist es. Ich werde gleich abgehängt hier. Ja, das hoffe ich. Naja. Also, ich nehme Platz 2, wenn ich es könnte. Selbst das wird nicht klappen. Nee, das ist viel zu schnell da vorne, Alter. Das ist ja völlig, völlig geistesgestört. Was nüßt da für ein Tempo hochfährt? Das ist ja ein Witz mit Berg 65. Das hält eine gute Form. Mhm. Das fliegt von Edfeld sogar hinten raus. Jetzt schreibt mal einen Gang runter hier. Ausgenüsst. Tatsächlich ist ausgenüsst, es kommt gerade nicht, aber es wird nicht viel besser.
noch deutlich schlimmer. Das war zu krass für meinen Vater. Tja, das wird Schwabenländle macht hier ernst. Jetzt ist es weg. Tja. Das war's dann für mich. Ich glaube, keine weiteren Ziele hier zu verfolgen. Der Berg ist so, so lang. Wir sind einfach noch alle aus dem Top 30 da, bis auf Laport. Ist schon frech von Nüss, wie aufreizend der den Berg jetzt hochfährt. Während ich hinten raus voll überall. Wahnsinn, vorne noch 6 Leute. Es ist schon krass. Die Etappe wird richtig heftig. Oh, und Maruas geht jetzt. Weil die Schnauze voll. Ja, fehlt ihm. Den sehen wir wieder, sag ich mal so. Man sieht sich immer zweimal, würde ich sagen. Ach krass, wirklich, Madura ist da vorne. Ja, der geht. Was ist da mit Yates? Da muss oh, auch den mit Yates. Und Ciccone. Also da muss auf jeden Fall jetzt hier der virtuelle Leader nachfahren. Ja, natürlich. Das ist nice. Wollt ihr vorne nochmal warten auf Krass? Sind bloß 3,5 Minuten. Ja, klar. Dann wären auch 2 von mir drin. Ja, sonst habe ich leider nicht. Ich habe hier nichts mehr zu melden. Ich bin nicht mehr im Feld, sonst nichts mehr. Da ist Schonung angesagt heute bei mir. Kannst du Kameramann machen, erzähl mal, was hinten passiert. Ja, mach ich. Hab jetzt alle auf Schonen gestellt. Gibt's da eine extra Einstellung für? Cavendish mit Caleb Ewan hinten. Ach, wunderschön. Gaviria kommt gleich dazu. Tja, das war nicht meine Etappe, sagen wir es mal so. Das würden zwar nur die Hater sagen. Jetzt übernimmt St. Pauli hier die Kontrolle. Und vorne wird es immer krasser ausgedünnt. Kirt und Haig weg, die beiden, die ums Bergtrikot kämpfen. Hater muss auch bald weg, würde ich mal sagen. Pinot noch dabei. Jetzt geht Uetebrücks. Geile Etappe. Aber der Benoit kriegt auch ein Bergtrikot. Genau so drin. Ja, Bergtrikot ist vorbei. Wenn Uetebrücks da ernst macht, brauche ich nicht mitfahren. Ja, es geht um die 2 und 3. Weiß ich nicht, ob ich mich dafür aufreiß. Scheint Almeida sich auch ziemlich sicher zu fühlen, wenn Uetebrücks gehen darf. Ja, die Frage ist halt, also auch wenn Uetebrücks jetzt fett punktet, ist die Frage trotzdem, ob das die ganze Tour über wirklich, ob er das machen kann, weil er muss ja natürlich auch ihn für Almeida irgendwann mal benutzen. Also ganz abschreiben kann man es noch nicht, aber jetzt geht gleich Almeida. Da ist jetzt Thomas gefragt. Oh, Almeida kommt auch hin, ja. Holt nochmal auf. Da ist jetzt Schluss mit lustig. Gut, Dü kommt nochmal. Schelmose ist kaputt. Hätten jetzt nur eine gute Bin Tages ich froh, dass ich da Tau nicht dabei habe. Mit einer schönen saftigen minus 3 wäre ich jetzt da wieder unterwegs gewesen.
So, es wird ein Dreikampf im GC, das kann man jetzt schon sagen. Almeida, Thomas und jetzt. Ah, jetzt hat halt eine Minus-Tagesform keine Chance. Egal, du kämpfst ums Podium. Also, und jetzt haben wir hier Uitebrox. Geil, sehr gut gemacht, Tim. Das ist ja wie aus dem Leben. Besser wäre noch gewesen oben erst wahrscheinlich, war das der Plan, aber... Nee, war genau hier der Plan. Das war echt der Plan? Okay. Ja, Cataneo noch zurückziehen, damit der auch nochmal kurz treten kann und dann ja, genau minus sowas. Drei, keine Chance. Stark. Minus drei, Alter. Ja. Thomas, pokert der? Schlafen nehmen die Beine. Thomas, jetzt ist tot. Minus drei gehen nicht mehr. Oder echt nochmal Uitebrox die Bergwarte mit Almeida. Uitebrox ist noch fit. Uitebrox hat noch ein Drittel gelb fast. Also jetzt war schon die Hälfte des Bergs, hatte der kein Geld mehr. Ah, dass ich keinen GC-Fahrer dabei habe. Wäre ich gerne mitgefahren. Ich bin Pro. Ich hätte auch keinen GC-Fahrer dabei gehabt. Also eine Etappe habe ich noch nicht gesehen bei dem Tape hier. Komm hier, jetzt gehen wir zusammen. Was ist deine Tagesform? Realistisch? Null. Na, dann wirst du mir halt am Berg ficken, aber ich kann dir helfen, ja. Ich versuch dir zu helfen. Weil ich hätte keine Chance haben. Naja, du fährst halt um Platz 3 im GC, also von daher. Naja. Also ich denke sogar, Benno ist stärker als mein Nils heute. Was hat der Almeida? Zeig ich dir nach der Etappe. Er hat plus 3, das wird nee. So nicht fahren. Nein, dann, nein, nein. Aber dann grün. Plus 2. Und Uitebrox sind plus 3. Beide haben plus 1. Ja, das ist natürlich schade. Ey, jetzt gehst du mit durch, oder was? Ja, ich hab Führungsarbeit drin, aber der kommt nicht vor. Was hast du denn eingestellt? Geile Etappe, Alter, zum Zuschauen, ist das ja herrlich. Was hast du eingestellt? 65. Das Gute ist, wenn man Tim so sieht, dann muss man ihn mitten einfach fertig machen. Und das wird auch mein Ziel sein. Bei Radsport können wir ihm nichts bringen, obwohl er da. Aber Benno, wie schaut es bei dir aus? Ich frage mal so für einen Freund. Ja, der wartet auf seinen Kapitän. Ich kann euch da nicht helfen. Ja, ich glaube, Benno hat da kein Interesse, mit euch mitzufahren. So, Tim, aber wie machst du das? Wenn Benno auch hinten nochmal rankommt, dann wird er jetzt auch nochmal an Almeida rankommen, glaube ich. Gleichmäßig voller Tempo fahren oder fährt einer? Ich warte. Okay, ja, dann lass fahren. Kommt hinten nochmal Bilbao an. Die hinter dir sind sich nicht einig anscheinend. Da fahren sie alle nacheinander. So, was meint ihr, Jungs, mit Vereinkräften? Ja, ich auf geht's. Mit 85. Jeder, der hier drin ist, will ich fahren sehen. Außer, Tim hat keinen mehr drin. Dann komm, auf geht's. Ja. Jemand in der Gruppe dahinter, 2. Na, die 12 dahinter will ich nicht mehr rankommen lassen. Ne? Das sage ich jetzt schon. Nee. Nee, das macht doch keinen Sinn. Jeder hat Interesse. Jeder da sind hat viele Interesse. Drin. Nee, ihr müsst jetzt zusammenarbeiten und hoffen, dass ihr den Abstand in Grenzen haltet und am Berg nochmal frischer seid. Aber es wird natürlich sauschwer gegen Almeida. Aber das hat Tim einfach Weltklasse gemacht, muss man einfach sagen. Thomas wird noch eine Chance haben. Das war jetzt richtig taktisch geil gespielt. Thomas wird auch nochmal hier aus der Gruppe rausfahren. Ich weiß nicht, ob es taktisch geil war, es war auf jeden Fall mega überlegen. Ja, es war die zwei besten Taktik auf Papier so ist, ne? Ja, Almeida und Gian sind halt die besten Bergfahrer mit Thomas, ne? Ja, wahrscheinlich ist es so. Mit den anderen. Mein Bester sind A6, ich kann euch leider nicht mehr hören. Ich glaube, also der wird vorne auch nochmal einbrechen, also der wird das nicht bis... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, glaube ich nicht. 1,25, 1,23. Uitebrox scheint jetzt aufgebraucht zu sein in der Ebene. Setup. Was fahren wir denn hier vorne eigentlich? Das ist, ich fahre für einen Freund. Thomas, was fährst du? 80. Okay. Ich knall mich hier dahinter. Bilbao zieht mich nochmal hoch. Wie viel hat Bilbao noch? Ein halb. Kann der nochmal einen Pull machen? Kann er mal probieren, ja. Das wäre richtig stark, wenn er den noch... Also Bilbao hat jetzt bis Flasche. Und Yates hat am Schütz werden. Ja, dann jagt Bilbao hoch. Nein. Also lass ihn.
Oh, jetzt schwächelt er. Jetzt kommt der Bilbao Yates. Mit sehr schöner Pull mit Bilbao. Komm, let's go. Komm, Thomas, bleib nur dran. Jetzt, 57 Sekunden, ihr kommt näher ran. Alter, das wird ja ein Fight. Das ist jetzt schon die geilste Etappe, die wir bei der Tour hier haben. Ich gehe nochmal auf 85 hoch. Sehr schön, sehr schön. Bilbao hat jetzt am Herzen. Jetzt Flasche. Boah, Bilbao ist ganz wichtig. Ja, du bist mit jetzt die Etappe. Du ihn nach vorne schreist. Alter. So. Wie bei Bernal vor 3 Jahren. Der Bilbao ist jetzt am Ende des Herzens. Oh, das könnte auch werden. Über die Hälfte. Vom Herz zwischen Flasche. Ich heirate den Bilbao. Ist das geil. Alter, was für eine Etappe ist das denn? Ist das geil? Digga. Zum Glück muss ich niemanden steuern. Aber wie schafft der Thomas das dran zu bleiben? So, Almeida, wie geht's dir? Noch fit. Also gelb hab ich auch noch. Mindestens über das Herz noch. Ah, sind ja noch 5 Kilometer. Oh, ja. Bilbao ist schwach. Ja, Bilbao steht am Ende, aber ich kann mit Jates jetzt auch rausnehmen. Oh, Thomas? Hat wohl Probleme zu folgen. Sepp, Almeida, sollen wir den Thomas totfahren? Was wird es waren? 77 fahre ich auf jeden Fall hoch. Okay, bleibe ich dran. Hab noch überall, also bis zum Herzen gelb ungefähr. Ja, das passt. Ja, Thomas war ganz alleine gefolgt, dem Bilbao-Zug. Das war schon krass. Na, tut mir leid, Thomas, ne? Aber da muss ich halt, ne? Machst du auch noch einen Pull? Ja, jetzt? Machst du auch Führungsarbeit? Wie viel? 77. Ja, ich versuch's. Kurze Information. Warte, ich fahr kurz vorbei weg, dass du. Ich geb kurz. Ah, Yates, mach nicht, geh nicht mit, du schaffst es nicht, Yates. Egal, ich nehme den zweiten Platz auch mit. Kurze Information: Madouar hat aktuell 19 Minuten Rückstand. Ja, gewinnt das Ding. Schade. Sieg alleine, was eine krasse Etappe. Und Yates auch super stark. Ihr schießt leider auch tot. Wir waren nur 3 Minuten dahinter. Super krass geile Etappe. Kann man nicht anders sagen. Aber gut gemacht. Habt ihr alle 3 oder 4 sehr, sehr gut gemacht. Oh, Ducky ist halt ganz schön still. Ducky mit Carapaz. Ah, da habe ich den Thomas noch geknackt. Hast du stark gemacht. Carapaz auch aber, gut zurückgekommen. Aber man muss sagen, Jonas, du hast gut gemacht, dass du nicht komplett eingebrochen bist. Wenn du ein bisschen länger dran geblieben wärst, dann wäre komplett RIP gewesen. Caruso deswegen, auch stark. Ich weiß aber gar nicht, was jetzt besser war, weil ich meine, ich hätte halt an Uydebruks als Helfer am Berg mehr dafür länger gehabt, wenn ich nicht voll geblieben wäre, aber dadurch habt ihr euch halt mehr verraucht. Also. Naja, was du auf jeden Fall durch diese Taktik geschafft hast, dass halt unfassbare Abstände zustande jetzt kommen. Ja. Das wäre sonst nicht gewesen, glaube ich. Ja. Und jetzt sind halt alle mal bereinigt. Also alles, was nicht bergfahren kann, ist jetzt mal am Weg, Alter. Ja, das ist jetzt. Haben wir den ganzen Schmutz mal erledigt jetzt. Boah, hier schießt man dabei. Hier schießt man Top 5. Ja, aber gut, hier schießt. Ich muss sagen, ich hätte auch einen in die Gruppe stecken müssen. Das war ein Fehler. Ja, das stimmt. Wo er da 3-4 hatte. Ja, das hat ihm die Etappe gewonnen. Ja, wir hätten am unten noch ein bisschen mehr zusammenarbeiten können im Flachen. Ja. War stark gemacht. Muss man ja, das stimmt. Das stimmt. Da geht er zufrieden ins Bett heute, glaube ich. Da gehe ich zufrieden ins Bett. Ja. Wort von Art kann jetzt erst rein. Ach du Heilige. Und ich hoffe auch, eher ins Bett. Ja, auf jeden Fall. Aber sag ich so, wie es ist, ne? Der Vote von Art mit die Top 5, das wird es aber auch nicht mehr mit 14 Minuten. Ich dachte, ich vermöbel Tim jetzt noch in Metten. Du hattest plus 1 auf beiden, ne? Ja, ich hatte allgemein, mein Team war mega. Nys plus 2, Cataneo plus 1, Zana plus 2. Ich hatte unfassbare Tagesform. Ich hatte keinen mit einer Minus. Alle hatten plus oder 0. Ja, ich war mit Steph Graf vorne mit minus 1 und ich habe schon gemerkt, beim ersten Berg, da brauche ich gar nicht mitfahren. Es war dann auch gut. Ich glaube, Rocco hat halt auch noch für mich Tempo gemacht. Dadurch musste ich nicht mal einen Helfer verbrauchen, um Tempo zu machen. Es lief alles perfekt am Berg. Also der Berg war wirklich, also es lief. Bei mir ist übrigens noch niemand im Ziel. Oh, ich weiß auch nicht, ob mein Tyson der Job. Sam Welsford und Mosato, wie sieht's bei denen aus? Ah, 6 Minuten hat er noch Zeit. Gut. Okay. Eine Zeitschrift.
wo er da an mich rangefahren seid. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Aber ihr habt halt auch gut Kräfte gelassen, als er da mit 85 hochgeballert ist. Also ich behaupte mal, Welsford und Mozart wird sehr eng. Das wird wirklich knapp. Nee, wird nicht. Ja. Wenn die eng werden, dann habe ich 3 Leute verloren. Glaube ich nicht. Boah, aber Welsford wird knapp. Also hätte ich keinen Bilbao dabei gehabt, dann hätte ich das automatisch. Da steht doch 1,5. Reicht. Das wird schon enger, aber wird's schaffen. Wenn ich keinen Bilbao dabei gehabt hätte, hätte ich das GC heute verloren. Boah, aber das ist schon sehr, sehr... Und die fliegen raus, oder? Nee, warte. 1,07 sind die rein. Bilbao war stark. Jetzt haben wir gegen bereinigtes GC. So, Bilbao 5 und 10. Ja gut, hier steht da noch nicht ganz. Oh Tim, das ist bitter. Die 33 Sekunden hättest du mir lassen können. Ich hätte es dir auch gegönnt, muss ich sagen. Das hätte ich dir gegönnt. In echt Schatz. Hätte jetzt das Team Schwabenländle gesagt, wir wollen ja eigentlich das Gelbe noch gar nicht. Genau. Na ja, gut. Es wird noch, es wird eine geile zweite Woche. Weil das also ist mein bester im GC ist aktuell 74. Es leben auch nur 11 Punkte im Grün vor dir. Das wird noch cool, ne? Ja, Grün ist auf jeden Fall, ich meine, das war von Anfang an mein Hauptziel. Berg kann ich abhaken, das wird nichts. Ach du Scheiße. Ich fahre voll für Grün, 7 Leute für Grün und einer macht's. So, also der Hirsche wird ja 100%ig noch rausfliegen. So, mit dieser tollen Etappe starten wir die nächste Woche. Muss es sein. Denkt aber bitte dran, dass ihr am besten Alt F4 drückt und nicht aus dem Ding rausgeht. Ja. Alle Alt F4. Ich Alt F4 auch.